Hallo YouTube, willkommen zurück zu Minecraft Buben SMP. Ich bin wieder euer Füller, ja. Wir haben wieder hier nebenbei ein bisschen Free Song Request. Kann also sein, dass ab und zu gar keine Musik oder neue Musik da ist. Alles eingeführt und so, eingefügt und so weiter. Ne, ihr wisst schon. Ich habe mir gedacht, wir machen heute wieder so einen kleinen Abenteuer-Stream, ja. Wir haben Schatzkarten, die wir suchen können. Das wird cool. Ich schau mal, ob andere Leute da sind. Wir können neue Dinge lernen und ich zeige euch mal ein bisschen, wer von euch guckt eigentlich die Videos. Die Videos only oder so, ja. Wer ist auf dem VOD-Channel und guckt sich die Videos an? Nämlich, seht ihr das hier? Hier ist, oh mein Gott, der echte Fulltimer. Oh mein Gott, der echte Zombie. Das Original. Ich habe mir ein neues Haus gebaut, ja. Where Song? Hörst du den Song nicht? Hä? Wie, hörst du die Musik nicht, oder was? So, was ich euch zeigen wollte ist, ich habe hier ein paar Dinge verändert. Ich habe einen kleinen Briefkasten, Song ist da. Okay, gut. Ich habe hier ein paar... Warum? Ich habe einen Haken bekommen. Warum habe ich verrottetes Fleisch? Ich habe ein Steak gekriegt. Wer hat mir... Den habe ich nicht requested? Hast du nicht? Was? Das ist der Link, den ich da hatte. Hör, du hast recht. Hat Chat genau in dem Moment... Okay, weißt du was, Mars? Ich glaube, der Chat hat vielleicht genau in dem Moment gescrollt, als du das gepostet hast, als ich draufklicken wollte. Also perfekt, dass es mir null aufgefallen ist. Das muss so perfekt gewesen sein. Sorry dafür, aber da ist er. Sorry, Mann. Sag das doch direkt und nicht erstmal so 3 Stunden später. Was ist das denn? Das ist nicht mein Song. Nachdem wir den 2 Minuten gehört haben. So, wer hat mir verrottetes Fleisch in den Briefkasten gelegt? So, also wollte ich eigentlich fragen. Oh, da sind die beiden. Ich höre die aber nicht. Ich höre euch nicht. Ich habe gerade einen Song an. Lucky, I guess. Warum sind die sofort wieder hier? Was wollen die eigentlich von mir? Ich verstehe die nicht. Hören die mich eigentlich? Ich weiß nicht, ob die mich hören. Scheinbar muss ich jetzt erstmal den Song muten. Ey, wie sofort ankommen müssen und mich nerven müssen. Okay. Na Quatsch. Reden wir mal mit denen. Nett gewesen. So, was wollt ihr? Hallo. Hallo. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Na, hi. Was sucht ihr in den Landen des Füllers? Ja, ich bin 2 Minuten da und sofort stehen hier Leute. Ich bin überfordert. Okay, na Quatsch. Was gibt's? Es kann sein, dass wir nur gewartet haben, bis du auf den Server kommst. Hat das einen bestimmten Grund? Wir brauchen Mitspieler. Für was? Weiß ich nicht. Ist so einsam hier. Ja. Es regnet. Es sind seine Tränen. Ich bin so traurig. Warte, was? Wie macht er das? Ich hab die Mod auch nicht installiert, Fully. Oh, die muss man die individuell installieren? Ja. Ja. Okay. Ich hab dir gerade auch was im Briefkasten gelegt, während du dich beschwert hast, dass was anderes im Briefkasten lag. Hört man eigentlich, was ich alles sage? Weil ich hatte vorhin noch Song Requests und so an und ich hab euch nicht gesehen. Offen. Ah, okay. Oh, Kirschlaub! Ich habe ernsthaft überlegt, ob ich mir Kirschbäume hier pflanzen möchte. Dankeschön. Oh, da hast du jetzt Ding. Dankeschön, Mann. Quest erledigt. Yeah. Yeah. Ich wollte nur wen zu spielen. Das ist wahr. Boah, der wurde riesig. Oh mein Gott. Oh, ich hab so groß habe ich noch nie gesehen. Er ist ein bisschen groß. Geht in 3 Richtungen. Aber ich bin nicht dagegen. Vielleicht werde ich den irgendwann abholen zu wollen. Das passiert aber trotzdem. Fully. Schau dir an, wie groß der ist. Schau es dir mal von hier hinten an. Man sieht das nicht mehr. Das ist so ein Baum. Oh. Ja, ich glaube, man sieht von hier aus leider das Haus am Frontal gar nicht, ne? Du kannst ihn gerne abbauen. Danke für die Erlaubnis. Ich werde wahrscheinlich Setzlinge woanders aber hinpacken. Dankeschön, Mann. Dankeschön. Was ein Doshi. Wir haben die Holzmod gewechselt mittlerweile. Ja. Das ist jetzt besser. Du kannst alle Bäume fällen und du kannst jetzt einfach Baumstämme auch bei so einem Haus abbauen, ohne dass es auseinanderfällt. Ich hatte ganz kurz eine ganz leichte Panikattacke, aber ist okay, danke. Ich hatte auch kurz Angst, aber es hat funktioniert. Was wäre passiert, wenn mein ganzes Haus auseinandergefallen wäre? Da wäre echt viel weggegangen. Oh. Aber du kannst je nach Jahreszeit die Blätter hier auswechseln. Oh ja! Im Herbst dann braun und im Frühling jetzt die Blütenblätter.
Yo, das wird super. Weil wir ein Jahr lang auf diesem Server spielen werden. Jemand fragt hier, ob Farmer's Delight dabei ist. Was ist Farmer's Delight genau? Ist das dabei? Nee, ist das... wir haben eigentlich, außer den Waypoints haben wir, glaube ich, nichts Neues an Gegenständen drin. Okay. Wie laut sind die Jungs eigentlich? Muss ich den Ingame-Sound ein bisschen lauter machen? Oh, hi there. Danke, Sadie, für deinen Raid. Dankeschön. Lauter, please. Ja? Okay. Ein wenig lauter wäre also gut. Okay. Ich möchte anmerken, ich habe bereits bei der Mod eine Mikrofonverstärkung von 161% auf mich selbst gemacht. Ja, es kann auch einfach sein, dass es bei mir leise eingestellt ist. Oh ja, Fully, es gibt auch ganz oben insgesamt die Sprachchat-Lautstärke-Einstellung. Wahrscheinlich lohnt es sich mal, wenn man die erhöhen würde bei manchen Leuten. Manche vielleicht mache ich die einfach auf 200%. Übersteuert ihr da? Also hallo? In der Regel mache einfach 300. Ich kann nicht mehr als 200 machen. Also ich habe allgemeine Voice-Chat-Lautstärke erhöht. Ach so, allgemein. Ja. Ach so, das habe ich nie erhöht. Jo, bleib, danke dir für 38 Monate treu. Danke schön, bleib am Adel. Und hey, City, Leute, was geht? Bisschen Buben-SMP. So. Und ihr habt Mitspieler gesucht. Habt ihr irgendwas Bestimmtes vor? Nö, wir wollten aber nur mal hier dabei sein bei deinen Abenteuern. Ja. Also ja, ich bin gerade erst so reingekommen. Ich hätte überlegt, ob... Ich okay, hab zwei Schatzkarten. Wo gehen wir hin? Hallo? Hallo? Was machen wir? Was ist dein Plan? Ich wollte gerade sagen, ich hatte überlegt, ich habe zwei Schatzkarten, ob man die suchen gehen könnte. Ich habe rein zufällig drei Boote sogar hier im Hafen. Also man könnte sofort losdüsen. Oh gut, ich hatte keins dabei, sehr gut. Hast du gerade ein Boot weggeworfen? Welches Boot? Du hast genau drei Stück. Gott, kann es mal aufhören, hier zu regnen? Der Regen ist, glaube ich, auch ein bisschen laut. Wenn wir schlafen, geht er weg. Hast du schon ein Bett in deiner Butze? Was in meiner Butze? Ein Bett? Ja. Ist nicht Nacht, wir hast du das Willkommensgeschenk von Keggy gesehen? Oh, hallo, ich bin der neue Nachbar. Oh mein Gott, wir haben einen Kuchen von Keggy bekommen. Nice. Können wir ein Stück nehmen? Wie nimmt man sich ein Stück nochmal? Wenn man Hunger hat, kann man rechtsklick drauf machen. Okay, ah, ich hab keinen Hunger. Ich auch nicht. Ich bin gesättigt. Ja, das ist unangenehm. Freu nicht ab. Du kannst was ist da unten in dem Fluss? Was ist los? Warum sind da so viele da hinten im Fluss sind auch ganz viele, aber ich wollte nichts sagen. Ja, das weiß ich. Die habe ich da schon ein bisschen länger gesehen. Die kommen ja einfach nie wieder raus. Oh mein Gott, ja. Oh, Hühnereier. Arado, danke für 74 Monate treu. Dankeschön, bleib beim Adel. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die Jungs auf einmal sofort wieder da sind. Der Regen übertönt die Buben. Schau mal, ob ich den Regen leiser machen kann. Moment. Haben die hier eigentlich meinen kleinen Balkon gesehen? Ich wollte ein Tischchen bauen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man eine Gitterstange macht. Was ist eine Gitterstange? Oder so eine Kette? So ein Metallzaun? Magi, du hast doch sicher einen. Ja, dabei, so ein Metallzaun, oder? Genau. Nee, der ist in der Dekokiste. Ah. Okay. Wir können mal in die Dekokiste später schauen, Fully, wenn du es willst. Na, okay, okay. Dem okay. Könnte man auch Armlehnen ranmachen mit Falltüren. Oh, ich kann Wetter leiser machen. Minecraft-Game. Ich wollte gerade sagen, jetzt höre ich den Regen gar nicht mehr, aber das passt so, oder? Ist das zu leise? Oh. Ich gehe kurz mein Inventar nochmal leeren, das ist noch echt voll. Dann bin sofort wieder da. Okay. Du hast die Spitzhacken eigentlich dabei? Ich habe sie gerade, habe ich letztens nochmal gemacht. Ich habe irgendwas gesucht oder mich umgeschaut oder so, da hatte ich die lieber weggepackt. Ich glaube, die eine ist sogar gut, weil die eine ist Effizienz 2 und Haltbarkeit 2. Ich habe die eine ein bisschen benutzt, das hast du gesehen, ne? Ja. Regen ist angenehm so? Perfekt. Diese Trapdoors mit den Löchern. Ich wusste nicht, dass verschiedene, ich habe das gelernt, also dass man, die Trapdoors sind immer... Ist das anders. Genau, je nach Holzart. Ich hatte halt diese Holzart verwendet und irgendwie gefiel mir das, weil ich weiß nicht, kennst du diese Häuser, wo die bei der Tür tatsächlich solche kleinen Fenster haben? Die sind normalerweise sehr undurchsichtig, aber hast du das schon mal gesehen? Ja. Und ich dachte mir, genau sowas stelle ich mir davor, das passt so. Deswegen habe ich es einfach so gelassen. Wir haben heute ein Strandhaus gebaut. Oha. Beziehungsweise nicht direkt Strandhaus mehr generell. Warte, es sollte eine Dachterrasse werden. Na, keine Ahnung, wurde irgendwie eine Strandparty oder so. Wollen wir uns das Strandhaus anschauen? Na, ja, ja. Okay. Ich weiß noch nicht, wo Zombie hin ist. Hallo! Ich auch nicht. Wo hab ich ihn gefunden?
Fully hat gesagt, er will unsere Terrasse sehen. Oh, deine Terrasse? Meine natürlich. Ja, ich hab da nur zugesehen. Dann gehen wir zur Terrasse. Gehen wir mal zu einer Strandterrasse. Sind du ein Rich Boys? Scheinbar. Ich glaube, du hast auch meine Brücke noch gar nicht gesehen. Nee. Auf zur Oase. Auf zur Oase der Freundschaft. So, bevor ich hingehe, ich weiß wegen der Song Request, ich hätte nicht gedacht, dass die Jungs seit Minute 1 hier stehen, sonst würde ich die laufen lassen. Ich versuche mal, dass ich nicht zu viel mit dir mache, nur ein bisschen was, und dann machen wir unser eigenes Ding und dann geht die Musik wieder an. Ist okay? Ist okay, Chat? Wenn ich so zu viel mit uns mache. Hallo. Du hast es selber laut gehört. Je nachdem, wenn du jetzt hier warst, könnte sich einiges geändert haben. Ist alles in Ordnung. Ey, habt den Bahnhof von den Saloon gesehen? Warte mal, ist der rechte Turm von Sean? Ja. Ja, aber hinter dir ist das Wichtigste. Weißt du, ist das Vicky's Johnny? Insel wurde von Schildkröten übernommen. Das ist eine davon. Das ist Johnny, oder? Nein, hab ich auch gesagt. Das ist einfach Johnny, oder? Das hab ich halt auch gesagt. Wieso sagt ihr das beide? Der sieht so auch schon die an. Siehst du da diese Nase, der Mund, die Brille? Wenn jetzt Maeve noch irgendwann kommt und sagt, es sieht aus wie Johnny, dann weiß ich auch. Aber ich auch gesagt, als er das hingesetzt hat, habe ich gesagt, damit sieht er mit der Nase sieht er aus wie Johnny. Ist es einfach ein Johnny? Oh, sich da hinten Mythos of Gaming Pills. Ich tu mal so, als hätte ich den noch nie gesehen. Oh, der war ein Geburtstagsgeschenk. Oh. Eigentlich sollte er nach einem Tag abgerissen werden, da wohnt jetzt ein Villager drin. Und die Schildkröte haben Eier gelegt. Ja. Wie macht man, wie kann man Schildkröten eigentlich züchten? Seegras. Oh, ich hab voll viel davon. Aber das Problem ist, ja? Sie gehen immer zu ihrem Spawnort zurück, um die Eier zu legen. Ah. Aber mit einer Sägezahnschaufel kann man die abbauen. Ah, okay. Ja, mal schauen, ob ich da was irgendwann mitmache. Wir können mal eben zur Insel der Schildkrötenpartei rübergehen. Die Schildkrötenpartei? Ja, das war mal Rikis Insel. Aber Ricky hat sich lange nicht mehr eingeloggt. Ach so, Ricky hat also quasi seinen Anspruch hier abgegeben. Ja. Jonathans Kiste ist ja immer noch hier. Was ist los mit dem Jungen? Die wird immer leerer. Ich habe eine Eisenhacke reingelegt. Jetzt kommt schon der Punkt, wo wir Sachen aus Mitleid reinlegen. Schaut euch die ganzen Schildis an. Sind die nicht cute? Und wir haben auch eine neue Mod auf dem Server, Fully. Ja. Oh yeah. Achso, wir können ja... Achso, ja, das hab ich schon mal gesehen. Wir sind sitzen. Ja, das ist das Leben. Moment. So. Jungs, warte mal. Kann es mal aufhören, hier zu regnen? Machen wir einen kleinen Screenshot hier. Irgendwo da unten war ein Bett. Im Springbrunnen. Jetzt nicht. In Jonathans Brunnen. Nein, das Bett war unter dem Springbrunnen. Wir haben das doch eingebaut. Ja, aber ich glaube, du hast dich einmal hingelegt. Hast du da, jetzt kann man auch richtig reinlegen. Aber es ist noch Tag. Oh, ich dachte, es geht, weil es regnet. Nee, ist nicht dunkel genug. Na. Hier wäre so die andere Treppe. Zu, halbwegs. Irgendjemand hat sie jetzt. Ist irgendwie runtergespült worden, so. Warum bringen sich die Tintenfische eigentlich immer von alleine hier um? Was ist los mit denen? Die haben nicht so einen guten Überlebensinstinkt. Irgendwie nicht, ne? Und die ganze Insel ist übrigens, hast du die World Map? Ja. Dann mach sie mal auf und schau dir mal die Insel an. Sieht die aus wie eine Schildkröte oder wie eine Gurke? Auf der wir gerade sind. Jetzt weiß ich, wieso Schildkröte. Es sieht aus wie... Es könnte ein Pikmin-Monster sein. So eine längliche Schildkröten-Mutation. Hier ist auch eine Schildkröte, die mit uns Zeit verbringen will. Hallo. Was hat aufgehört zu regnen? Oh mein Gott, endlich! Die Tintenfische haben eine AI, die seit ihrer Einführung nie geupdatet wurde. Stark. Merkt man. Ich dachte immer, dass die super gefährlich sind. Die sehen so ein bisschen gefährlich aus. Die Zähne, ja. Ja, die Zähne machen's. Da kannst du den Kopf von vorne auch mal angucken. Ist das noch ein Jonathan? Mehr da hinter dir jemand einen Ofen platziert, da sind noch zwei Kohle drin. Also, ist schon so ein bisschen.
Auch ein Jonathan. Ist schon ein bisschen Jonathan. Ich sehe. Ich sehe Gemeinsamkeiten. Oh. Und Fully, du beschwerst dich ja immer über gewisse kleinen Schabernack, aber ich sag's mal so. Ja. Ich hab bei Hockey und Ulti, ich hab einen Obsidian-Pimmel in ihr Haus gestellt. Jo, lass mal sehen. Und ich hab vielleicht die Buchstaben oben an dem Laden vertauscht. Torten. Also ursprünglich stand das da, aber... Oma, ich hab die ganze Zeit überlegt, was könnte sonst dort gestanden haben. Oh, hey. Hallo, ich bin der neue Nachbar. Echt gut. Ist das alles, was Kiki gemacht hat? Kuchen gebacken. Kuchen verteilt. Yo. Also, das ist Minecraft, Leute. Nein, kannst du mit einer Diamantspitzhacke abbauen. Ja, hätte ich mal Diamanten. Ich habe keinen Diamanten. Wenn ich einen Diamanten, glaube ich, bekäme, dann hätte ich das Advancement wahrscheinlich auch frisch. Ja, cool, ne? Ja. Oh, da ist auch noch ein Hockeykopf, den hat Maeve gebaut. Oh, das ist das Blaue. Ich wollte sagen, hat das der Blaue gebaut? Aber der Blaue wollte hier einen Turm bauen, ne? Ne, der baut hier seinen Turm. Sie hat nicht mehr das Fundament für dich gemacht. Aber er hat die Steine von mir auch noch ausgeliehen. Schwach? Doppelt schwach. Und Sean währenddessen? Einfach ein Macher. Der ist hingegangen und hat gesagt, ich mach das jetzt. Der ist ziemlich cool. Er hat sogar Milo, sein Kamel. Oh mein Gott, darfst du das? Lässt sich Milo rein? Klar. Oh, wegen dem Kuchen durfte ich nicht bei Kiki zugucken. Darauf bin ich nie gekommen. Was hast du gesagt? Versuche einfach mit dem Kamel nicht gegen Kaktus zu reiten. Ja, weil sonst geht er berserk, ne? Nee, nimmt aber Schaden. Willst du dem Kamel wehtun? Nein. Dann ganz kurz, da wäre ein Villager. Welchen Villager habt ihr geköpft? Ich noch den Strider zeigen. Ja, klar. Den Strider? Was? Hast du ganz Angst gehabt? Warum hast du den Höcker angezündet? Der hat nur Feuer im Blick. Oh, wenn der erstmal brennt, der geht so schnell nicht mehr aus. Nee. Der wäre weg. Ich hoffe, da drin sind aber TNT-Blöcke auch und es explodiert dann. Oh, das wäre cool. Oh, da oben ist was ganz Neues. Und ja, ihr habt schon ganzes Bahnhofssystem gebaut. Was haltet ihr davon? Ja, also, es geht von hier oben bis da unten. Du kannst dir selbst ein Bild machen. Ich meine, ihr habt auf jeden Fall Schienen gelegt, okay? Ah nee, warte, wir haben gar keine Lore mehr. Die haben wir für Villager ausgegeben. Oh. Ich habe hier, das bisschen... Fünf Eisen, dann haben wir eine neue. Das haben wir gestern gebaut und der ist ein bisschen verzwickt, weil der Villager zum Zombie wurde. Aber das ist eine Goldgräberwohnung. Es hat sehr viele kleine Details, die damit zu tun hat. Zu tun haben. Oh, das ist ganz süß. Ich denke, das ist ganz hübsch eingerichtet. Ja, oh, mir gefällt der Herd. Ihr habt den. Ja. Ah, ist das eine Falltür? Das nee. Ja, es schmelzt oben von der Eisenfalltür drüber. Und hier über dem Räucherofen. Ja. Da ist ja einfach so ein Holztor. Oh. Shit, und das da oben, das ist einfach nur Diorit, wenn du davon vier Stücke nebeneinander machst, also so als Würfel. Dann kannst du so poliert den Diorit rausbekommen, den ich relativ viel verwende. Oh. Kann man den Villager streicheln, fragt jemand. Ich glaube nicht. Nee, tut, wir tut. Brauchen erst einen Schwächetrank. Ich habe einen Minecart gefunden. Wie habt ihr das der überhaupt Bahnhof, geschafft? Der Zug ist da. Oh, nice. Wer hat es überhaupt geschafft, dass hier ein Zombie-Villager einfach drin ist? Der geht hier nie wieder raus, oder? Ein normaler Villager, aber dann kam ein Zombie rein. Weil der Server steht auf schwer, damit Dashkill irgendwie seinen Villager Ich wusste, dass das der Server auf schwer steht. Ich habe mich nämlich so oft gefragt, wie kann das sein, dass 3 Millionen Monster manchmal irgendwo spawnen einfach. Ja, pass auf, Fully. Ursprünglich hieß es, es ist für einen Abend so, aber dieser eine Abend, der war, glaube ich, Samstag. Und dann dachte sich Dashkill, jetzt aber reinschwitzen. War jetzt eigentlich noch gar nicht alles geschafft. Okay. Ja, aber Bobby hat die Wohnung hier echt schön eingerichtet. Ich finde die echt schön, ja. Es gibt hier auch ein Geheimnis, was auch noch zu dem Goldgräber dazugehört. Und zwar hier drüben, das natürlich... Ursprünglich hatte er noch... Ja, da ist was drin, das ist ein Geheimnis. Oh, okay. Sind seine Ersparnisse drin, Fully. Noch weiter unten. Schon ab. Oh mein Gott, das ist mehr als ich hab.
Ja. Oh. Ja. Au. Au, Kaktus. Was nimmst du hier die ganze Zeit Schaden? Ich mach überall bei Schilder dran. Achtung, Kaktus. Also, Fully, pass auf, du setzt dich in die Lore, dann machst du rechtsklick auf den Schalter. Mehr musst du nicht tun. Okay. Let's go! Oh! Das ist noch nicht so schnell, Chat. Pünktlich wie die Bahn. Können wir ein paar Moncastiers haben? Oh. Ja, okay. Habt ihr zurückgefahren, oder? Ich dachte irgendwie, die Strecke geht länger. Ja, deswegen krass, ne? Nicht das größte Bahnhofssystem, was wir haben. Ich sehe schon. Das ist ein Anfang. Und Arcanine, danke dir fürs Subscriben. Willkommen beim Fulltime Adi. Jetzt ganz liebe zu Fuß folgen. Vielen lieben Dank, Dankeschön und willkommen. Willst du mal das Strandhaus sehen? Ja. Exklusiver Ersteinblick. Ja. Beziehungsweise ja, sollte Dachterrasse werden, ja, das ist ein bisschen so eine Strandparty. Und keine Sorge, es ist gratis. Oh, Leute, Klappen! Okay. Also, hier kann man. Was willst du denn gerne? Frittenfett. Der macht blind. Okay. Siehst du, hier haben wir auch super viele verschiedene Falltüren. Da oben, die sind von so einem Netherholz. Da hinten sind keine Ahnung was. Ich sollte mir einige davon mal anschauen. Oh, die finde ich auch cool. Ihr habt so viel cooles Zeug eingerichtet. Ich sollte mir echt ein Zweithaus hier bauen. Ja. Gerne. Und hier haben wir noch ein paar Liegen. Das ist das Leben, Jungs. Leute, Chat. Und das da vorne, was hältst du von dem Ball? Moment. Ist das ein Höckerball? Nein, das, wie kamst du denn an den Ball? Bin gestolpert. Was? Ja. Das ist ein Diamantblockball irgendwie. Warum also, ist der... Trader und die verkaufen so Blöcke, die man hinsetzen kann. Und warum das ist der nicht so... Warum einer. Ist der so ein bisschen schräg? Man kann die schräg platzieren. Das sind Spielerköpfe, so gesehen. Ja. Aber das kann man mit Spielerköpfen auch. Ja. Ja, die bei dir in der Wohnung hängen, die kannst du... Wir gucken scheinbar immer in die Richtung, wo man sie hinsetzt. Ah, oh, ich hatte keine Ahnung. Und hier im Pool kann man natürlich auch... Oh ja. Oh, auch relaxen. Oh ja. Bei mir drüben ist das Wasser wärmer, Fully. Ist es? ich gehe da weiter weg, ja, ne? Ich muss nicht zum warmen Wasser. Schön warm, ja, ein bisschen wärmer ist es hier. Ein bisschen Geld bei euch. Oh, übrigens, den Sonnenschirm zu machen, da wir haben ein paar wilde Vorlagen gesehen dafür. Ich habe ein paar davon im Discord von uns gesehen. Ja. Aber der sieht echt gut aus. Hier fehlt eine Ecke. Ja, da fehlt eine Ecke, wollte ich gerade sagen. Snados. Ich glaube, wir haben die Teile nicht. Doch, haben wir. Da ist die Ecke drin. So ein Zufall aber auch. Mensch. So. Nee. Jetzt ist fertig. Nee, Moment. War irgendwie anders. Nee, das sieht nicht richtig aus. Das sieht richtig aus. Wo war der Zombie? Na, da unten ist irgendwo da unten. Naja, was auch immer. Oh, da ist er. Das ist beim Zombie. Warum fuchst du mich hier rein? Hallo? Hast du geplant, hier mit der Schiene so einen Weg nach unten zu bauen? Nein, rate mal, wer die Schiene hier hingebaut hat. Johnny? Nein, Johnny war seit Tagen nicht mehr hier. Zombie? Ich hab die gebaut, ja. Oh. Ist der schon wieder hier? Vorher, wenn du übrigens springst und dann bei der Landung ungefähr schlägst, dann kriegst du einen Crit. Oh. Erkennt man an dem Plus, glaub ich. Da fliegen dann so Sterne aus dem Gegner raus. Ja, dann Sterne. Ah, interessant. Ist ein bisschen nervig, sich dran zu gewöhnen, aber man kommt rein. Okay. Oh, willst du den neuen Raum aus Mogia sehen? Ja. Ich hätte jetzt auch ein Geheimnis verraten, bevor die was Gratis-Party angeht. Du musst das Sternchen lesen. Kostet Geld. Nein! Aber ich habe kein Geld. Der Füller lernt Minecraft langsam. Langsam aber stetig, ja. Ich lerne so viele neue Dinge. So, hier kannst du ja auch ein bisschen was kaufen beim alten Mögi. Wo
Warum ist sie direkt Wasser davor? Ich habe keine Ahnung, es sollte irgendwie mein Mund sein, der Sabbat oder so, ich weiß auch nicht. Er sieht aus wie ein Nerd. Falltür. Ja, oh, das ist nee. Smart. Blöcke? So. Brauchen wir nur Erde? Ich habe keine. Ich habe einen Tintenbeutel. Oh. Boah, oh, die bachten irgendwie aus Bambus, ne? Die wären so ja, gut, glaube ich, gewesen, um... Pass mal auf, du kannst die so schnappen. Ja, um mein Haus zu bauen. Ja. Und dann, pass auf, jetzt kommt der beste Teil. Ja. Ups. Oh, das ist zu weit. Ups, zu weit. Okay. Aber man kann da schon, Ja, man kann einiges an Geländer machen, ne? Man kann eine ordentliche Plattform machen. Und das Wichtigste, wenn du keine Lust mehr darauf hast... Ja. Dann ist alles weg, ja. Kann ich die wieder haben? Bitteschön. Ich habe auch noch zwei. Ich habe aus dem Sakura-Biom übrigens noch so Blüten. Der sieht auch ein bisschen aus wie Johnny. Ich erkenne es an der Brille. Aber den hat Maeve ein paar bei sich platziert. Nein. Das ist so praktisch. Ja, ich habe Dirtblöcke platziert, um mein Haus zu bauen. Ja, mache ich auch noch. Ich auch noch keinen Gerüst-Enjoyer. Oh, Blümchen, dankeschön. Genau, mein neuester Raum, Fully. Warum ist dein Kopf hier draußen? Oh. Weil es mein Reich von Mogia ist. Der Eingang, ich habe ihn ein bisschen, ich habe die Lava entfernt, weil ich mir dachte, es war doch ein bisschen nervig. Jetzt du kannst nur noch, das einfach nur Rauch. Ich gehe mal während der Führung aufs Klo, bis gleich. Tschüss. Okay. Hier drüber habe ich einen Teppich ausgelegt und da habe ich auch die Dekokiste, können wir dann gleich reinschauen. Oh. Was sind das überall für Bilder? Warum ist es überall gleich? Die hat, das ist eine Uhr und Maeve hat die überall, ich weiß auch nicht. Ich weiß okay. auch nicht. Den Feuereingang kennst du ja schon. Ja. Und das ist, ich will eine Brücke bauen, Vorsicht, hier geht's rechts und links, kannst du runterfallen. ich will noch den Weg zu meinem Thronsaal machen und ich werde aber die Netherranken wegmachen. Bist du der Feuerlord oder sowas? Ja. Ich sehe schon. Maeve und ich haben da gestern sehr viel Lava angebracht und Sachen angezündet. Das ist ziemlich cool. Vor allem, weißt du, was arschlang gedauert hat? Ah. Die Wände hier so richtig hinzubekommen, weil ich wollte nicht, dass es so eckig ist, sondern ich möglichst versucht, es so zu machen, dass es wie eine Höhle aussieht. Das war richtig nervig. Ja, damit es nicht so gleichmäßig wirkt, ne? Ja. Aber es ist dir gut gelungen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass du die selbst hier platziert haben könntest, also das, zeigt es, glaube ich, so ein bisschen. Der Raum sieht wirklich gut aus. Ja, mein Chef findet es auch stark. Warum ist die Musik aus? Dankeschön. Weil ich mit den anderen Jungs hier rede und dann hätte ich das nicht mehr in der Aufnahme drin. Und deswegen, solange ich mit den Jungs hier bin, keine Musik, sorry. Aber gleich kannst ist sie wieder. Kannst du mit Deko ein bisschen was rausnehmen, wenn du willst? Oh, ich wollte tatsächlich ein paar Teppiche haben. Also wenn ich mir... leer. Ha? Ein bisschen was mitnehmen. Nee, darf ich mir die zwei roten Teppiche mitnehmen? Ja, klar. Ja, ich denke, dass wir... Okay, ein Eisengitter nehme ich noch und das wär's dann. Kannst du auch ein paar von den verschiedenen Falltüren dir anschauen? Ich meine, ich sehe die ja alle hier so ein bisschen. Ich sollte generell aber auch mal damit herumexperimentieren. Gerade spontan wüsste ich nicht, was ich damit machen könnte. Aber es ist cool zu wissen. Wenn du willst, können wir auch mal schauen, was ich noch für Baumsetzlinge da hab. Ja. Die sind hier im unteren Fass. Ah. Ups. Nein, nicht zu. Oh, mein Fach. Kirsch, Eichensetzling, Fichtensetzling, Tropenbaum. Nein, noch die Eichen. Die Mangrove brauche ich selber noch. Ja, Tropenbaum habe ich auch ein paar Setzlinge, aber ich habe noch nichts gemacht und Mangroven. Ich würde dir empfehlen, 4 Schwarzeichensetzlinge mitzunehmen. Schwarzeichen. Und die 4 setzt du nebeneinander. Okay. Du hast nur 5 hier drin. Sicher, dass ich mir 4 Stück nehmen soll? Ja, ich habe 4 Bäume noch drüben stehen. Okay. In der Baumschule. Und das ist das, was ihr mit diesem... Was ist dieser besondere Untergrund, den ihr dafür nutzt? Ist das, Für was? Also, diese Schwarzeichen, das sind diese riesigen Bäume, ne? Ja, genau. Schwarzeichen ist auch hier überall. Das ist das sehr dunkle Holz. Das habe ich hier überall verwendet. Und ich habe ja mal gesehen, zum Beispiel bei Maeve und bei Deschke, die haben so einen ganz speziellen dunklen Boden dafür. Was ist das? Das war was anderes. Okay. Dann never mind. Keine Ahnung. Ich weiß, ich hab selber nicht, aber... Das ist ein anderer Baum? Oh, okay. Schwarze Eiche ist dankbar. Du musst wirklich die 4 Setzlinge nebeneinander setzen.
Okay, okay, und dann werden die so richtig dick und groß, ne? Ja, das wird dann so ein riesiger Baum. Mhm. Und ich mag auch den Baum an sich. Vor allem, wenn man daraus eine Falltür macht, dann sieht die aus wie Schokolade. Ups. Seid ihr fertig? Ja. Ja. Cool. Gehen wir auf Schatzsuche? Ja. Ich meine, ja. Oder willst du uns loswerden? Ja, das Ding ist halt eigentlich, ich hatte hier in meinem Chat Mr. Song Request versprochen und dann habt ihr mich so überrumpelt und überrascht. Deswegen ja, war ich. Die Musik einfach lauter als uns. Das Ding ist einfach nur, dann kann ich es nicht hochladen, weil da kann ich die Musik nicht ersetzen. Ach so. Ja, weil ich habe das alles in einer Audiospur. Das ist das Problem. Hm. Ich weiß halt nicht, wie ich das trennen könnte. Wenn ich wüsste, wie, dann wäre praktisch. Ja, du kannst, darfst doch gerne alleine dein Abenteuer erleben. Ja, so, deswegen. Ein bisschen Zeug zeigen. Ja. Ich meine, ich liebe es, das Zeug anzuschauen, aber ich glaube, dann gehe ich ein bisschen alleine auf Schatzsuche. Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, Jungs. Ich komme nochmal definitiv wieder vorbei. Die Tage heute, mal schauen. Und bis dahin, ne? Tschö, tschö. Tschö, tschö. Tschüss. Der kommt nie wieder vorbei. Ich komme irgendwann wieder vorbei. Der hasst uns. Wow. Kari, danke dir für 13 Monate treu. Dankeschön, bleib am Hahn. Dankeschön. So, Guys. Danke für die Geduld. Danke für die Geduld. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr Song Request. Du hast sie gar nicht. Aber ich hatte euch Song Request versprochen. Da wollte ich nicht die ganze Zeit nur darauf achten, dass es nicht geht, ja. Er wird unterwegs verschollen gehen. Ich werde nicht verschollen gehen, okay? Ich werde nicht verschollen gehen. Uli, woher der Hass? Was für ein Hass, Leute. Sie werden Fully nie wiedersehen. Das ist gar nicht wahr. Damn, I wish I can request a song. Naja. Waren hier nicht mal mehr Spawner? Vielleicht finden wir noch ganz andere Spawner. So. Oh, warte mal, das ist Maves Haus. Moment, Chat, ganz kurz. Die weinen jetzt. Maeve hat 3 Millionen verschiedene farbige Schafe hier. We got the music, but at what cost? Es tut mir doch leid, ja. Kannst du ja beim nächsten Offline-Aufnahme hier ein Haus bauen? Ich sollte mal ein Haus dort bauen. Ja, so ein kleines, süßes, also ein simpleres. Und jo, was ist das denn für ein riesiges Ding? Ist Maeve überhaupt online? Der ist gar nicht online, ne? Maeve ist also einer, der würde auch einen Server überlasten. Ich weiß es nicht. Ist das sein Haus? Und Maeve hat hier einfach ganzes Dorf für sich. Hier lebt nur Maeve, glaube ich. Was ist das Rote? Ich will das nicht ausbuddeln. Was ist das? Das sieht ziemlich cool aus. Aber was ich mal machen könnte, ich könnte mal nachschauen, ob ich es irgendwie schaffe, von spezifischen Anwendungen den Ton einzeln aufzunehmen. Und dann die Musik halt trotzdem laufen zu haben, ja. Ich denke, das wäre ganz cool und praktisch. Dann könnte ich Abenteuer mit den Jungs machen, während ihr eure Musik habt, ja? Ein paar Doggos. Oh, Maeve einfach. Coole Hütte. For fuck's sake, Chicago, ja? Das ist Rote Beete. Rote Beete. Und Smitty, danke dir für den Gift-Sub an Chicago. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Maeve? Ach, das sind die Leuchtbären, ne? Maeve? Warum hast du Villager im Boot hier eingesperrt, hä? Wo geht's hier runter? Was hat Maeve hier alles? Das Rote Beete kannst du ruhig ausbuddeln. Ich meine, ich will nicht was... Was hat Maeve hier? Chad? Was macht der Maeve hier alles? So, wieder dreimal Highschool-DD auf der Liste. Wegen Bradbug. Ach, Leute. Die immer mit eurem Highschool-DD. Damit meine ich, immer dieser Deku damit, ne? Okay, was sind das? Das ist irgendwas mit Redstone-Zeug, damit die arbeiten. Warum seid ihr alle solche Sklaventreiber? Nee, Maeve. Nee. Ich expose dich nun live, was du alles gemacht hast. Der hat da noch mehr Bauprojekte, ja? Maeve ist Bürgermeister und baut seine eigene Stadt. Ich habe eher das Gefühl, das hier ist ein Sweatshop. Hast du mal gesehen? Kapitalismus-Simulator? Er versteht Double D. Was erkläre ich dir, wenn du älter bist? Frag jetzt nicht mit dem Nanako-Emote. Oh. So. Gehen wir hier wieder raus. Warte mal. Wie? Hat er die abgeschnitten oder was?
Wie kann man solche Köpfe da dran packen? Ich bin mir sicher, ihr hättet die Mods drin, die wir haben, und hätte Maeve eine ganze Fabrik gebaut, wie Phoenix bei uns. It's not capitalism, silly. These suckers aren't being paid. Oh, das ist wahr, das ist wahr. Im Kapitalismus würden sie wenigstens irgendwas bekommen, ne? Also, ne? Villager Versklaven ist ein Standardverfahren von jedem guten Steve. Nee. So, wir gehen zurück nach Füllersche Land. Übrigens, der geschälte Wald. Ich kenne mittlerweile den geschälten Wald, oder? An dem Punkt sollte es eigentlich Tradition sein, den geschälten Wald immer weiterzuführen, ja? Seht ihr? Immer muss er weitergeführt werden. Hier muss immer ein bisschen was geschält sein. Der geschälte Wald geht noch nicht weit genug. Kann sich ein bisschen ausbreiten. Ist wie so eine Seuche, nur anders. Oh. Inklusive Server-Crashes. Also bisher hatten wir, glaube ich, nicht viele Server-Crashes, von denen ich zumindest weiß. Ja? Ich weiß zumindest nicht von denen. Irgendwann sollte ich hier einen besseren Gang nach unten machen. Aber jetzt waren hier oben, mittlerweile mit Wegen und so. Seht ihr, was ich hier habe? Ist nicht ganz heimisch und schön. Ich denke, hier in den freien Flächen kann man definitiv noch kleine Dinge bauen. Aber Leute, wer ist bereit für eine coole Schatzsuche, ha? Ist irgendjemand ready? Hat er Bock auf eine Schatzsuche, Guys? Ich würde nämlich sagen, wir haben ja zwei Schatzkarten bei dem letzten Stream gefunden. Das ist halt, glaube ich, eine Paarzahl, einige Parts schon. Ja, ich weiß nicht, wie viele Parts ich jetzt mittlerweile zurückhinke. Aber ich hinke ein paar zurück. Packen wir die mal weg. Da Blümchen, das kann man da reinpacken. Ich kann meine... Eine Schaufel kann ich mitnehmen, ne? Eine Schaufel nehmen wir mal mit, ein bisschen was zu essen. Und dann geht's los. Wie lief eigentlich dein Labyrinth-Bauplan? Ich habe noch gar nichts gemacht damit, Smoily. Mogi ist raus. Bye, Mogi. Ich habe bisher noch gar nichts am Labyrinth geschafft. Nehmen wir mal eine Spitzhacke mit auch noch. Ja, sicherheitshalber. Und ich würde sagen, wir sind ganz schön weit weg. Welche Schatzkarte wollen wir als erstes? Wir sind bei beiden in derselben Ecke. Ich würde sagen, wir düsen mal ab, oder? Nice streaming. Dankeschön, Felix Hot. Keep it up. Guys, nice streaming. Leute, ich sollte einfach weitermachen. Seht ihr das? Das ist die Motivation. Warum könnt ihr mir nicht so eine Motivation geben, ja? Keiner aus Holz? Nee, diesmal nicht. Schlaffeuer? Ja, machen wir. Wir gehen los. Ich bin mal sehr gespannt. Ich weiß sicher mal, was man eigentlich potenziell aus der Schatzkarte rausbekommen kann, ja? Was kriegt man da überhaupt raus? Shut the fuck up. Nicht aufhören. Shut up. Gambate Fully, Dankeschön. Seht ihr, Ezra macht das. Du streamst gut. Warum tust du so, Tesi? Ich wollte dich gerade Bubble nennen, einfach nur. Als ob ich dich Bubble nennen würde. Dieser Hude hat mir mein Boot gestohlen. Was für ein Pirat. Holy fuck. Oh. Bubble. Hey, Markus, das geht. Never gonna give up. Ja. Yeah. Was willst du von mir, Fulltime? Nee, ich wollte gerade sagen, tu jetzt nicht so, als würden dir die Streams nicht gefallen oder so, ja? Okay. Wir müssen... Anhand dieser Karte muss ich nach Nordosten. Du wurdest geentert. Wir müssen also hier lang? Aber wie weit? Warte mal, das kann nicht sein, dass hier auf dem neuen Kontinent irgendwo das Zeug ist. Wenn nur hier für die Song-Request... Ja. Jetzt auf einmal, ja? Chicken die Nugget. Chicken is going to find a One Piece. Hallo übrigens. Hey Dan. Hallo an alle, die in den Bio dazugekommen sind. Ja, ja, ich habe ein bisschen Zombie und Mogi begleitet. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf Schatzsuche. Schatzsuche. Beim Füllerpol, meinst du? Ich meine, die Chance ist da. Ich denke, okay, wichtige Frage. Die Karten sind schon immer ganz normal nach Norden, Osten und so weiter ausgelegt, ne? Das sind ganz normale Himmelsrichtungen. Also von hier aus ist wirklich Nordosten genau die Richtung, die wir wollen. Und übrigens, mir fällt auf, ich habe mein Reisebett nicht mitgenommen. Wir müssen mal ganz kurz zurück. Ich habe mein Reisebett vergessen. Leute, wo sollen wir denn sonst schlafen? Was war das gerade? Haben wir hier schon wieder ein Hühnchen? Mann, überall die Hühnchen! Heißt der Kontinent Magma? Worauf war das so eine Anspielung? Die Schätze sind oft in der Nähe der Schiffe, wo du die Karte gefunden hast. Oh, sein Feldbett einfach zurückgelassen. Ja, was ist das denn für ein Schatzsucher hier? Absolut schwach, ne? Ich glaube, es ist diese kleine Inselchen aus Sand im neuen Kontinent. Wir können schauen. Geh, wer ist denn los? Und da ist mein Bett. Ich habe sogar ein Schild und ein bisschen Brot. Aber ich habe meine Karotten auch. So, gehen wir los. Ich habe mein Schild in der Hand.
Und jetzt gehen wir ab, Mann. Ja, irgendein Anime weiß ich auch noch, aber ich weiß nicht welchen. Und am besten gleich noch eine gute Schaufel. Na, ich meine, also müssen wir so viel buddeln, oder wie? Bis so, wohin würdest du sagen, sind die Fullerschen Gewässer? Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ja, ganz kleines nebenbei. Ich glaube, hier war das. Irgendwo hier hatte Keggy sich ein kleines Beet angebaut. Gute Metroid-Musik. Aber ich würde sagen, das hier ist erstmal so alles mein Gebiet, oder? Das ist sowieso meine gesamte Halbinsel. Das gehört mir. Ich denke, das Ganze drumherum, das ist alles meins. Das heißt, mein Herrschaftsgebiet, ja? Ultramarine Magma gibt es. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung mehr. Riesenrennbahn da oben. Ach so, ja. Schweinerennen. Hier geht's irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was das Schweinerennen wirklich ist. Das ist irgendein Event. Ist Schweinerennen ein typisches Minecraft-Ding, Chat? Ist es ein Ding, was Leute so in Minecraft machen? Die sagen so, oh ja, heute machen wir Schweinerennen. Weil das ist ja von der Deschke nur erzählt. Oh, wir machen ein Schweinerennen. Und ich sitze hier und denke mir so, was? Warum nehmen wir nicht Horses? Warum Schweine? Was hat es damit auf sich? Ist das ein Meme? Ist das ein Joke? Ist das ein Boom-Ding? Okay. Also muss ich eben ausrechnen, okay. Magma ist ein Spieler auf Anime Magma of the Sea Blue. Okay, dann kenne ich es doch, glaube ich, nicht. Dann kenne ich es doch nicht. Aua. Ah. Chicken, rennen? Ja, wie kann man auf Chicken reiten? Also ich bin klein genug dafür, aber die anderen? Was da oben sieht eigentlich aus wie eine theoretische Banger-Höhle. Hier sind ein paar Pferde. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich Sattel oder... Kann man Sattel eigentlich craften, Chat? Kann man sich Sattel craften? Weil das Pferd ist, glaube ich, schon ewig dort oben. Dann könnte ich das eigentlich zähmen und mitnehmen. Ist das nicht so weit weg? Nee. Oh, das ist doof. Das heißt, das ist ein Rare Drop. Also, wenn ich jetzt mit den Schatzkisten Glück habe, könnte da ein Sattel drin sein. Schwein ist die Art des Gentlemen zu reisen. Ach so, das macht man. Dark Master Kid, es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber das sei das Sub-Only-Mann. Es ist leider Subscriber-Only-Mann. Satteln sind nur in den Kisten oder du angelst? Ich verstehe. Das macht 1.200.500 Diamantblöcke. Bist du bescheuert? Was willst du denn eigentlich von mir? So. Der Track ist super. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo auch nur ansatzweise in der Nähe sind. Nee, wir sind noch nicht mal ansatzweise in der Nähe. Ab nach Nordosten! Der Sand muss bezahlt werden, du Räuber. Wie der Sand muss bezahlt werden. Ich war da und habe einfach ein Schild aufgestellt und habe gesagt, das Fühlersche Land. Fühlersche Land. Ja, okay, Joe, danke dir für 43 Monate. Treu, danke dir, bleib beim Adel, ey. Gute alte Füller. Ich denke, das ist nicht so sehr ein Problem. Ansonsten, wir machen Fire Emblem PvP. Ja, ich komme mit meiner Armee an und ich mache einfach fertig. Ich mache dich fertig. Ich besiege dich, okay? Ich wünsche dir, dass du eine Mending-Angel angelst, sowie eine Lure mit Luck of the Sea. Beides der Stufe 3. Was ist da? Also, sei mir nicht... Das ist nur Lava. Sei mir nicht böse, aber was soll das... Was? Wo ist mein Boot? Sei mir nicht... Oh, no. Sei mir nicht böse, aber... ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Da ist mein Boot. Leute, warum ist mein Boot da unten? Mann, über Bord! No! Habe ich mein Boot wieder dabei? Ja, ich habe es wieder dabei. Okay. Okay. Schneller! Huh. Das hier ist ganz schön scheiße gerade. Ach, zieht das einen irgendwie runter? Hä? Warum ziehen Magma-Blöcke ein nach unten? Fuck. Da wurde das Boot in die Tiefe gezogen. Warte mal, kann ich das einfach so direkt hier raussetzen? Doch, kann ich. Okay, ich muss nicht an Land. Okay, perfekt. Stayed gone. Haben wir nicht einen Fahrstuhl, der genau darauf basiert? Ach, das ist die Logik dahinter. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, Ezra. Also, ich wusste nicht, dass man sowas machen kann. Das machen wir mit einem Magma-Block. Das ist die Magie. Ah. So. Wie sieht das weiter aus mit den Karten? Okay, weiter paddeln.
Das sind Angeln, die verzaubert sind. Die Verzauberung Mending repariert die Angel, wenn du XP bekommst, also im Prinzip beim Angeln. Lure sorgt dafür, dass du schneller was anbeißt und Luck of the Sea bringt, dass du mehr sogenannte Schätze, also Sattel, Zauberbücher etc. bekommst. Ah, okay, okay. Willkommen zu der Show. Willkommen. Ich meine, ich hab's gerade gesehen, Chicago, aber trotzdem, Dankeschön. Komm, Phoenix, mach nicht den. Mach nicht den. Irgendjemand mag immer irgendeinen Song. Man muss nicht immer einen auf machen. Mag man nach unten und Seelensand aus dem Nether, um nach oben zu kommen. Oh, ja, nach oben, dann ist halt Seelensand. Da ist dann kein Magma. Und Smithy war einfach schneller. Smithy hat einfach getippt wie ein Weltmeister, ja? Du schwächelst, Chikaken. Ich will nicht sagen, du schwächelst, aber du schwächelst, Chikaken, ja? Du warst mal schneller bei sowas. Du hast mal wie aus der Pistole geschossen, solche Erklärungen rauskommen. Das muss demnächst besser gehen, ja? Das kriegen wir hin, oder? Okay, wir sind wieder am Füllerpol. Oh, wir sind auf der richtigen Höhe. Ich will jetzt straight nach Osten. Chat, ab nach Osten. Ich glaube, dafür verdient Schricke da einen Timeout. Ja, ich finde auch, Schricke da sollte einen Timeout dafür bekommen. Was glaubt ihr, wie weit müssen wir eigentlich nach Osten düsen? Durch die Armstreams mag ich die deutschen Songs auch sehr. Ich meine, ich finde die auch nicht schlecht oder so, ja. Okay, Buddy, ich werde auf dem Server kommen und dein Land betreten und so tun, als würde es mir gehören. Das wäre Diebstahl, ja? Das ist einfach nur Diebstahl. Ich war da, es ist meins, ja? Ich habe in das Sand reingeschwitzt. Oh mein Gott, wir haben noch einen Kontinent entdeckt. Wir haben einen eiskalten Kontinent entdeckt. Ich liebe Alistairs deutsche Stimme. Ich weiß nicht einmal, wer das ist, aber das ist okay. Ich werde das irgendwann noch erfahren. Ich komme noch dazu. Mindestens 3 Tage Bann. Oha. Das ist ein bisschen hart, oder? Oh. Leute. Leute. Ich bin noch nicht ganz da, ne? Hm. Es ist die Insel? Nee. Oder doch? Kann das hier sein? Wann machen wir unseren Hangout Fully? Vielleicht, schauen wir schon. Werden wir schon sehen, du. Sieht das hier nach einer der Stellen aus? Das ist eine sehr Okay, Chat, wie gut seid ihr im Erkennen von Inseln? Leute, wie gut könnt ihr Inseln sehen? Nee, ich muss weiter nach Nordosten. Hier ist nicht richtig. Hier ist einfach falsch. Der neue Kontinent aus Eis? Nee, das ist einfach nur eine Insel. Du bist nicht mal ansatzweise in der Nähe? Boah, ich könnte schwören, dass ich in der Nähe war, aber vielleicht war ich doch nicht in der Nähe. Banger Song, by the way. Okay. Wir schlafen jetzt. Gute Nacht. Arabische Nacht. Wenn du richtig bist, bewegt sich ja auch der kleine Punkt auf der Map. Ja, ich könnte schwören, ich habe das genauso gesehen. Aber vielleicht habe ich mich verguckt. Vielleicht habe ich einfach falsch geguckt. Ich dachte eigentlich, ich hätte das irgendwie so gesehen. Am nächsten Dienstag kann ich dich damit nerven. Nee, da ist leider jemand anders dran, Smiley. Da ist jemand anders dran, der wartet schon ganz schön lange, ja. Arabische Nächte am Nordpol. Ich meine, ja. Willst du etwa sagen, hier kannst du keine arabische Nächte erleben, nur weil es kalt ist, oder wie? Weißt du was? In Wüsten ist es auch kalt. Lern mal deine Geografiefakten richtig, okay? Dann kannst du erstmal wieder zurückkommen. Genau, ich. Du? Du hast ein Hangout? Was ist das? Ist einfach ein bisschen grünes Land? Ist da eigentlich voll viel im Untergrund? Sehe ich das richtig? Holy shit, wie weit ist eigentlich dieser Nordpol? Wie weit ist dieser Nordpol? Wir waren das. Salam alaikum, Onkel. Bisschen kalt heute. Arabien liegt nun mal nicht am Nordpol. Dann mache ich eben mein eigenes Arabien am Nordpol. So, und jetzt, was willst du machen? Die Polizei rufen? Ist nicht mal richtiges Land. Ich habe zwar geclaimed, aber für Forschungszwecke. Ich habe wieder arabische Nächte erlebt in letzter Zeit, wobei die ein bisschen mehr japanisch anfühlen. Ja, ich meine, also, kann ja mal anders sein, ne? Okay. Ein bisschen weiter düsen.
Wir gucken Johnny Streams und du lernst aber, wie man richtig die Leute unterhält. Hey, okay, das ist gemein, du. Was soll das? Das müsste der Frozen Ocean sein oder sowas. Es ist sehr eingefroren hier alles. Weil es ist so viel in diesem Biom. Das ist so groß hier. Ich wusste nicht mal, dass Biome teilweise so groß hier spawnen können, mitten auf dem Meer. Sich hier durchzuringen ist schwierig. Warte mal. Ich bin nochmal ein bisschen falscher, ha? Fully wird einfach der Eiskönig. Ich komme hier nie wieder raus, Leute. Ich glaube, wir kommen nie wieder raus. Biome können schon fucking groß sein. Wer Leute gut unterhält, kann sich Urlaub leisten. Immer, ich sag nicht, dass er sich nicht gut unterhält, aber das klingt so, als wären meine Streams nicht unterhaltsam. Das ist schon ein bisschen gemein, du. Let it go, Fully. Okay, ich lass los. Ich lass es einfach los. Ich düse ja auch einfach komplett in die falsche Richtung, ne? Sind Eisbären eigentlich freundlich, Chat? Oder würden die beißen und mich töten? Fände ich gar nicht cool. Ich habe Angst, heute kommst du nicht. Wie? Ach so, dass ich nicht live komme. Hallo Luna, ich bin hier. Hab mich gerade sauer erschrocken, hab gerade was zum Eiskönig von Adventure Time rausgesucht. Und plötzlich sagst du Eiskönig. Fühl mich gerade anders beobachtet. Wusstest du, dass in Adventure Time Gunther einer meiner Lieblingscharakter ist? Hast du den Kleinen mal gesehen? Hast du den kleinen Gunther mal gesehen? Wer nicht liebt, hat einfach kein Herz. Einfach kein Herz. Wir sind über Eisbären und Eisbärfamilie und Eisbärmama und Eisbärkinder und Eisbärmama 2. Ich komme hier nie wieder durch, oder? Nee, ich habe Adventure Time leider nicht komplett gesehen. Damals, als ich es geguckt habe, mit meiner Freundin zu der Zeit, hatte ich so weit geschaut, dass wir irgendwie 4 Seasons oder so gesehen haben. Aber ich mochte es sehr. Ich mochte es sehr. Es gab ein paar weirde Charakter und Folgen. Ich bin da aber auch echt ein bisschen... Also, es ist schon ein bisschen was her. Ich bin da ein bisschen raus. Aber ich mochte es zu der Zeit. Oh? Oh? Leute? Julie was into Adventure Time, I forgot. Warum ist das was Schlimmes? Darf ein Adventure Time nicht mögen? Also, Gunther hat noch eine coole Story. Oh! Warte mal. Ist das ganze Kontinent da oben? Ich dachte, das wäre eine Insel. Ich dachte, das wäre in Final Fantasy 14 super nah rangezoomt. Was ist es? Sau arschweit rausgezoomt. Dein Song wird mal nicht geskippt. Oh, das ist dein Song. Den finde ich stark. Ich mag den bisher. Hier noch nicht. Aber hier immer weiter nach Norden, ne? Obwohl, wir wollen wahrscheinlich hier so ein bisschen... Oh Gott, hier sind über Eisbären. Komm mir bitte nicht zu nah. Oh, 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 geh weg, 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 geh weg. Scheiße, Leute! Oh, scheiße! Nimm dir einen Erklärbär mit nach Hause? Was für ein Erklärbär mit nach Hause nehmen? Ich muss schnell aber auf die Piste! Hui! Verfolgen die mich noch? Ne, die haben abgelassen. Ja, die sind hinter mir hergerannt! Was wollten die denn von mir? Ich bin doch ein ganz Lieber, ja? Ich bin doch eine nette Klette, ja? Ich bin doch kein Schlimmer. Nein! Oh, for fuck's sake. Okay. Mein Boot ist abgesoffen. Aber das passiert manchmal in der Bootsfahrt, ja? Ab und zu säuft die mal im Boot halt ab. Das kommt vor. Wir können uns einfach hier ein neues machen, ja? Du warst zu nah am Nachwuchs. Oh. Und deswegen wollten die mich umbringen. Die müssen mich nicht gleich dafür verprügeln wollen, okay? Komm schon. Die müssen mich nicht dafür gleich verprügeln, ja? So. Dann machen wir hier und dann machen wir... Ups. Machen wir uns doch mal ein Boot. So, neues Boot gebaut und ich habe eine Ersatzwerkbank jetzt dabei. Let's go. Boot kommt gleich wieder hoch. Ist das so? Nichts. Doch, du hast recht. Warum ist es einfach versunken, ob es jetzt... Was?
Das Boot ist einmal abgesoffen und dann kommt zurück. Warum? Oh, da ist einfach ganze Höhle, Chat. So, wir haben fast unseren ersten Schatz gefunden, ja. Da kann man ja durchdüsen. Das ist ganz cool. Irgendwie muss ich an SpongeBob denken. Die Szene, wo SpongeBob brennt und meint, Hilfe, er will mich verprügeln. Ja, genau, das ist es ja. Der wollte mich verprügeln, Chat, eindeutig, oder? Und was geht ab, Waldi? Wunderschönen guten Abend, alles gut bei dir? Willkommen ein bisschen auf Schatzsuche im Minecraft-Boom-SMP mit dem guten alten Füller. Wir sind sehr nah dran, Leute. Wir sind so nah dran. Ich glaube, ich kann den Schatz schon schmecken. So. Okay, jetzt bin ich hier. Wollen wir jetzt buddeln? Ist das jetzt das Ding? Chat, was will man machen? Will man buddeln? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Bin ich richtig? Guys? Jo, 45er Stream-Serie, ja? Ja, okay. Das X markiert die Stelle. Oh, ich hab's! Als ob. Oh, Herz des Meeres. Ich habe Diamanten gefunden. Und eine Lederjacke. Oh, Leute, wir haben ein bisschen Gold gefunden. Geilo. Wir sind richtig cool. Wir sind richtig cool. Nicht nur habe ich Eis, bisschen Gold gefunden, ne? Wir haben auch noch eine fette Lederjacke. Was ist Juwel des Meeres? Herz des Meeres. Was kann man damit machen? Was kann man mit dem Herz machen? Ich weiß es nicht. Deswegen frage ich euch ja. Ihr seid die Minecraft-Experten, ja? Ihr seid die Leute, die hier in Minecraft reingeschwitzt haben. Ich mag das Schwitzen, nur mittlerweile so ein Ausdruck für sowas ist. So, Schatz gefunden. Frag Zombie. Okay. So, weil ich diese Schatzkarte jetzt durch habe, packen wir die mal weg. Und dann haben wir jetzt nur noch diese Schatzkarte, ja? Und für die muss ich, in diese Richtung. Nach da. Also, let's go. Gehen wir zum nächsten Schatz. Kannst mit deiner Schaufel Schneebälle mitnehmen? Ah, deswegen hatte ich zwei Schneebälle im Inventar. Ich verstehe, ich verstehe. Tut übrigens ein bisschen dunkel. Ich glaube, wir sollten uns langsam mal schlafen legen. Oh, da hast du ein bisschen Kohle. Legen wir uns hier hin. Wisst ihr was? Die Kohle nehme ich mit. Dann kann man ja nicht verschwenden, ja? Also, die Kohle? Da lassen wir uns nicht lumpen. Ein paar mitnehmen, um Mogi damit zu bewerfen. Das ist nicht verkehrt, denke ich. Herz des Meeres kann man zu einem Conduit machen, was dir halt Unterwasseratmung und Speed gibt, wenn du in Reichweite bist. Was ist ein Conduit in der Hinsicht? Ist das ein Trank oder sowas? Oder ist das eine Ausrüstung oder eine Verzauberung? Das One Piece existiert? Wir haben es gefunden! Wir haben One Piece 1 gefunden, jetzt suchen wir One Piece 2, Leute. Seid ihr bereit für One Piece 2, Chat? Electric Boogaloo. Das heißt, Enel kommt zurück. So, hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Ja, das ist einfach ganze Kohleader. Ich weiß, die meisten Leute ignorieren Kohle, aber wenn ich Kohle irgendwo sehe, denke ich mir, oh shit, das kann ich doch jetzt nicht ignorieren, oder? So. Ist noch nicht dunkel genug zum Schlafen? Da warte ich noch einen Moment. Ist wie ein Block. Ah, das ist ein Block, den packst du irgendwo hin und dann hast du in der Nähe hast du Atmung. Okay. Was ist das für ein Song, wenn ich fragen darf? Ausrufezeichen, Song würdest du dir verraten. Aber ich glaube, der ist jetzt durch, oder? Oder läuft der noch? Nee, der läuft noch ganz knapp. Da hast du's. Das ist ein Ding, das du aufstellst, was du dann quasi im Force Field um dich herum erstellt. Ah. Ein bisschen schlafen. Ist ein kleiner Block, der mit Prismarin bestauert wird. Was ist Prismarin? Was ist Prismarin? Als ob meine Steinspitzhacke fast kaputt ist. Naja gut, die war eh schon angeschlagen. Halb so wild. Oh Gott. Bitte lass mich in Ruhe, Eisbär. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, Mr. Eisbär, Sir. Dürfte ich bitte einfach nur durchfahren, Sir? Ich fahre einfach nur durch. Also ein Block, den du platzierst. Ja, ich glaube, ich habe es an dem Punkt verstanden. Will das noch jemand erklären? Nein, ich habe es verstanden. Dankeschön. So, gib mal mein Boot. Habe ich das dabei? Ich hab's dabei. Ah, düsen weiter Richtung Norden. Obwohl es ist mehr Westen, ne? Aber ich muss Nordwesten. Das ist ein Block, den du platzierst. Prismarin ist ein blauer Block.
findet man nur im Ozeanmonument. Das sind riesige und gefährliche Dungeons im Meer. Oh, ist das wie so ein Meerestempel oder ist das wiederum was ganz anderes, ein Meerestempel? Ist das ein Haus? Das ist ein A-Block. Leute, ich bin nicht zu nah. Was ist das? Das ist ein Schiffswrack auf dem Eis. Auf dem Kopf. Das ist ein Schiffswrack im Eis auf dem Kopf. Aber hier sind überall Eisbären, da kann ich nicht durch. Ich muss schauen, dass ich außen rum gehe. Nice. Ey, das ist super cool. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert. Lass mal hingehen, Leute, ein bisschen looten, ja? Environmental Storytelling. Ich glaube, hier gibt's Himmelsinseln. Und das ist genau passiert, ja? Pass mal auf. Kann man irgendwie anders ganz gut Eis kaputt machen? Nein, das dauert ewig. Das dauert ewig und ist Schwachsinn. So. Hier sind viel zu viele Eisbären, Mann. Ich geh pennen. Okay, gute Nacht, Backtech. Nicht traurig sein. Es kommt eher auf dem Wort-Channel, ja? Es kommt alles auf dem Wort-Channel, also macht euch keine Sorgen. Aber wenn ich hier ein bisschen durchs Eis gehe und ein bisschen außenrum gehe, dies, das. Das wirst du nicht verpassen. Ist so cool, wie viel Zeug ihr hier findet. Mit nur den Ender-Dragon-Projekt hättet ihr nie so viel gesehen. Das ist wahr. Bitte geht nicht zu nah. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, okay? Und keine Steine? Hat wohl ich keinen Backup-Pick? Was? Was ist ein Backup-Pick? Achso, Spitzhacke? Nö. Ich habe nicht unbedingt gedacht, dass ich gerade irgendwas brauche. In der Art. Ich meine, ich hätte was mitnehmen können. Wäre das smart gewesen? Ja. Aber habe ich nicht. Wann stirbt Ricky mal vor deinem Haus? Ich weiß es nicht. Das ist schon ziemlich cool. Ey, aber was haben die eigentlich angestellt? Sind die besoffen gefahren oder was, Leute? Ich hab ein bisschen Sand. Moment. Fully, so funktioniert Sand nicht. Fully, so funktioniert Sand auch, okay? Man kann damit arbeiten. Man kann damit ein bisschen arbeiten. Lass mich kochen, ja? Fully macht die schlechte Angewohnheit, immer nur mit absolut wenig loszugehen. Ey, aber also ich meine, ich hab nochmal ein Dia gefunden, Leute. Und nochmal ein paar Nuggets. Wer will ein paar Eisen-Nuggets, Chat? Habt ihr Bock? Habt ihr ein bisschen Hunger? Ein bisschen Eisen-Nugget? Hier und da. Das ist die Flying Lamb? Ja. Kann ich hier nicht Sand platzieren? Ah. Deswegen kann ich das nicht machen. Was ist das für ein Song? Okay, da ist was. Papier, Feder, nochmal ein bisschen. Oh, wir haben eine neue Schatzkarte, Leute. Wir haben eine neue Schatzkarte. Ich habe die Bits gespendet. Oh, dankeschön. Dankeschön für 10 Bits. Dankeschön. Was ist das Wort? Warum? Nein. Nee, lass mich doch damit. Was soll das denn? Das ist der aus Yakuza? Oh. Yo, seltsame Suppe. Ich habe verzauberte Ausrüstung. Moment. Wisst ihr was? Das Seegras brauche ich nicht. Seegras. Lederstiefel. Wasserläufer. Ich weiß nicht, was Wasserläufer bedeuten soll, aber... Ja, eine coole Lederhose, Chad, ja? Ich habe eine 1er Lederhose. Yo, Zombie, hast du schon mal ein umgedrehtes Schiffswrack auf dem Eis gefunden? Wenn nicht, ich hab's hier gefunden. Frostwalker. Was ist Frostwalker? Wasserläufer macht dich schneller im Wasser. Also das ist wirklich der Nichiban, der gerade singt. Hätte ich echt nicht erkannt gerade. Ich weiß, dass es aber so ein Genre ist, so Comedy-Songs quasi auf Japanisch zu machen. Gott, wie hieß der Typ, den ich mal irgendwie kannte? Der hat irgendwie mal, das war auf einem Album von Nano, glaube ich. Der hatte irgendeine ganz komische Collab mit jemand, der hieß Underbar oder heißt Underbar. Der hat super seltsame Musik gemacht. Es ist einfach nur Comedy-Shit. Nee, noch nicht. Die Eisbiome sind eher selten. Schau dir das mal an, wie riesig das ist. Es ist so riesig. Aber ja, hier war das Boot. So, weiter nach Norden. Hey, Firma James, was geht, na? Frostwalker lässt Wasser unter deinen Füßen gefrieren, aber temporär solltest du kein MLG damit probieren. MLG? Was heißt das? Kann ich hier bitte durch? Yo, Günther, wie geht's? Wie steht's? Guten Abend, na?
Schreibt das auf. Günther, schreibt das auf. Schreibt das auf, dass ich guten Abend gesagt habe. Hi, YouTube. Du bist ein bisschen spät dran, Mann. Ich will immer sehr in den Osten, ne? Ich will immer in den Osten düsen. Fallschaden durch Wasser canceln. Ah. Das hätte ich daher nie erkannt, dass man das so nennt. Kannst ja mal schauen, wie nah du an der anderen Karte bist. Woran erkenne ich das? Woran erkenne ich das, wie nah ich... Ach so, die neue Karte, die ich habe, ne? Diese hier. Oh. Ich hab die eigentlich schon da. Ich meine, wir können die sofort holen gehen, ne? Da müsste ich ein bisschen nach dahin. Der Song geht um einen Dude, der 8 Jahre lang Crush auf Gertie nicht bemerkt hat, dass sie schon seit 4 Jahren einen Freund hat und ihr einen Love Letter geschrieben hat, den sie nicht gelesen hat. Und jetzt versucht er, über seine Traurigkeit zu kommen, indem er nach Hawaii fährt. Ah ja, das habe ich gesehen bei Zombie. Oh, das habe ich irgendwie gesehen. Ichiban hat da ein bisschen, hatte Bemühungen gemacht. Hat er nicht ein Date sogar mit ihr? Und hat dann erst festgestellt, dass sie einen Freund hat oder so. Wo die würde Ichiban mögen. Das hast du schon ein paar Mal gesagt und ich glaube, also muss ja stimmen, wenn ihr das sagt. Ne, ich habe keine Ahnung. Vielleicht würde ich ihn mögen. Ich würde das nicht abstreiten. So. Da ist irgendwo die Schatzkarte. Schatztruhe. Gib mir bitte. Da sind Fischis. Hi Fischi. Ist komplett unrelated zu den Story-Events. Das ist nicht die Story von Ichiban. Was? Warum ist es dann so? Ist es nicht super nah dran sogar? Ist doch egal, ich gehe jetzt nach Hawaii. Ja, ja, mach ich auch so. Wenn ich jemals in meinem Leben nochmal einen Crush hätte, ja, und das alles geht schief und es funktioniert nicht, gehe ich einfach nach Hawaii. Einfach los. Wer kommt mit, Chat? Kann man sich auch easy mal leisten, ne? Okay, hier ist eine... Ich muss fragen. Hier ist eine Menge Eis. Ich weiß nicht, ob ihr das festgestellt habt. Aber hier ist wirklich eine Menge Eis. Das heißt, hier irgendwo... Ist es unter Wasser? Leute, können die Schatztruhen unter Wasser sein? Wenn ja, haben wir ein Problem, oder? Ja, ja. Dann ist es ein Problem. Underwater. Ja, dann haben wir ein mächtiges Problem hier. Weil ich habe auch... Moment. Ich könnte eine Tür bauen, oder? Sekunde. Die Tür ist auch ganz anders. Mit dem Boot auf Eis fahren ist ziemlich lustig. Ah ja, stimmt, das haben wir schon mal gemacht. So. Es ist sehr dunkel. Es geht ziemlich weit runter hier, ne? Okay. Ich sehe nichts. Moment. Da sind meine Fackeln. Jetzt sehe ich ein bisschen was. Und jetzt will ich hier irgendwo buddeln, hä? Aufpassen. Ja, das Ding funktioniert nicht mehr. Wieso, was ist los? Bedrock Edition, I think it doesn't. Bei den Magma-Blöcken bekomme ich auch Luft. Oh, echt? Oh, oh. Ja, oh, oh. Oh, 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 meine Tür war auf einmal weg. Ich habe natürlich die Werkbank oben gelassen. Tür schwimmt hoch. Ja, das ist okay. Wichtensetzing, der ist eigentlich ganz nett. Die Stöcke brauche ich eigentlich nicht, ne? Weg damit. Wir machen uns so eine Werkbank, weil ich keine habe. Passt auf. Wir kriegen das hin, ja? Wir kriegen das hin, lass mich kochen. Ich sag, die Stöcke brauche ich nicht mehr. Und dabei brauche ich die gerade. Was mache ich denn? Ich wollte mir eine Spitzhacke machen. Egal, ich habe Holz. Genauso macht man Spitzhacken. Oh.
Keine Sorge, Leute, lass mich kochen, ja. Nee, Moment. Weg mit dir. Nein? Wie nein? Bulli, was denn? Was ist denn los? Keine Holzspitzhacken mehr. Ihr lässt mich doch da keinen besinnten Stein abbauen, da haben wir eine Steinspitzhacke. Wo ist das Problem? So, wir machen uns eine weitere Tür rein. Okay, wir machen uns eine weitere Tür rein. Und jetzt bauen wir drumherum ab. Und hoffentlich klappt das. Ich kann immer tiefer eigentlich damit auch gehen, ne? Okay. Bin ich überhaupt richtig? Dieser Mann macht mich fertig. Was habt ihr denn? Ah, nicht ertrinken! Gott, ich hab so eine Angst hier unten. Solche Truhen sind nie unter Stein. Oh, das heißt, hier bin ich falsch. Okay, gut zu wissen. Danke, Emil. Gut zu wissen. Das heißt, hier irgendwo anders, ja? Kann das da sein? Okay, hab's gefunden. Bitte, die Kiste ist unter einem Kiesel so rumliegt. Finally. Es war eigentlich sehr offensichtlich, ja? Nicht nach dem letzten Mal. Mach dir eine Eisenspitzhacke. Oh, Jesus Christ. Na, nicht, ich war, Ups. Dachte, ich habe Schiff gedrückt. Ich habe ganz viele Fischis. Wie viele Diamanten ich bekomme hier nur durch. Oh, das ist ja noch gar nichts, Fully. Das ist gar nichts. Aber ich habe das TNT. Leute, die seltsame Suppe, die nehmen wir nicht mit, ja. Die Fische nehmen wir schon mit. Die nehmen wir auch mit. Die seltsame Suppe lassen wir einfach mal seltsame Suppe sein. Doro e Doro, oder? Oh, ich kriege einen Herzinfarkt. Warum? TTT? TNT, nicht TTT. So. Kann man sich im Bett unten stellen und unter Wasser schlafen? Ist die Suppe. Doppel-Links gemacht auf die Items, wenn sie verstreut in der Kiste sind. Ah, so macht man das. Das wusste ich nicht. Valendo, was geht? Schönen guten Abend, na? Buddy, for the love of God. Was denn jetzt? Chill doch. Ich habe doch keine Ahnung von manchen Shortcuts, ja? Ich kenne halt das Shift-Ding, aber ja. Bett unter Wasser geht. Throw away the woodpick. Lass mich meine Holzspitzhacke. Was hast du denn damit, ha? Bist du ein Hater von der Holzspitzhacke oder was? Oh, ich wollte einfach das Eisen dafür nicht verwenden. Hab gehört, Keggy macht bei dem Projekt mit. Will ich nach oben schwimmen, Leute? Ich glaube, ich will nach oben. Will ich es riskieren, nach oben zu schwimmen? Ich habe das Gefühl, hier unter Wasser bin ich seltsam safe, oder? Ich vertraue dir nicht mehr. Oder die Suppe kann im Worst Case auch Poison-Effekt geben. Mhm. Ja, finde ich mein Loch überhaupt noch? Das ist auch so ein Ding, ne? Oh oh. Du hast einen Punkt. Da ist mein Loch. Alles halb so wild. Wofür will ich das Eisen verwenden? Das wirst du schon noch sehen. Irgendwo da oben. In dieser Richtung, genau. Hey, Paranormal, was geht? Warte ich jetzt wirklich bis 6 Uhr morgens? Löcher können zufrieren. Was? Die können zufrieren? Hören wir das Song nochmal? Ich weiß es nicht. Dodo e Dodo hat jemand gesagt, aber ich kann dir das nicht hundertprozentig bestätigen, du. Ich kann dir das nicht eindeutig bestätigen. Fuck, es ist so weit oben, ne? Das ist Doro, ey, Doro. Okay. Und da sind genug Luftlöcher. Sind sie? Moment. Da ist gar kein Eis. Also gehen wir hier hoch. Okay. Ich hab's geschafft. Habt ihr es gehört? Geschafft. Ist jemand noch am Server? Schauen wir mal nach. Ja, Zombie ist noch da.
Das ist Automusik. Das haben wir geschafft. Stark. Jetzt müssen wir nach da. Let's go. Wie viele Panikattacken wollt ihr noch, Chat, ha? Mit den Löchern gilt aber nach Kälte und Random Tick. Sprich jetzt zufällig, ob es zufriert oder nicht. Ich meine, allein die Tatsache, dass es zufrieren kann, war ganz interessant zu wissen. Aber da war ja Wasser. Ich Idiot, ich hätte da ja easy rausgekommen. Rausgekonnt. Komm. Das nächste One Piece, das ist das Thrice Piece, Chat. Das ist das dritte. Jo, was geht ab? Fabi, wunderschönen guten Abend. Alles gut bei dir? Ich hoffe doch. So, gehen wir mal hier rein und dann düsen wir ein bisschen ab nochmal. Irgendwo hier oben. Irgendwo hier sind wir bestimmt richtig. Das Lustige ist, du musst auch noch heim nach Hause kommen. Ich bin nicht so extrem weit weg von zu Hause. Hier wohne ich. Da sind wir. So weit weg ist es nicht, ja? Arktis, Stürmer Folia. Thrice upon a time. Oh. Ein Zombie. Der Mann hat mich gefunden. Ja, was ist ein Macher? Brauchst du hier eine Base? Ist das jetzt, Wolltest du mir gerade eine Spitzhacke? So, wir kommen dann. Gib mir da eine Spitzhacke. Das Elaborate leaves. Ich bin gemutet. Ja, er war, glaube ich, auch gemutet. Ich weiß nicht, ob er was sagen wollte. Ich glaube, er wollte nur ankommen. Einfach hier mit einer Spitzhacke hinwerfen und dann abbauen. War das ein Clip? Kann ich machen. Richtiger Macher. Oh. Zombie, einfach vorbeikommen, nichts sagen, Spitzhacke geben, nichts erklären, gehen. Hier wieder die Mods, Farmers Delight geht im Prinzip um neue Lebensmittel und das Kochen. Sigma Male or Psychopath? Wir waren das als für den Clip für den Chikaken, für das Chikaken-Video am Ende des Jahres. Ich meine, ich kann schauen, was. Ich kann da sicher easy einen Short draus machen. Ihr müsst mich nur mal dran erinnern und dann mache ich das schon. Dann mache ich das schon, ja. Dass er dich auch so schnell gefunden hat bei dem ganzen Eis. Ja, der ist echt schnell, aber dann vorbeigekommen irgendwie, ne? Ich meine, vielleicht ist ihm auch ein bisschen langweilig gerade und er hat nichts zu tun Spezielles, aber er hat mich trotzdem schnell gefunden. Das ging sehr fix. Jo, Fully, mach mal Short. Ach so, ja, okay, ich mach mal kurz einen Short, ja? Zeit, den Stream zu beenden, dann mache ich einen Short kurz, ja? Chat, macht alle mit. Wo ist eine Runde Vibe? Da ist noch ein Schiffswrack. Im Eisberg. Drin. Ich weiß, dass Zombie in einer anderen Liga ist. Aber das finde ich so lustig an ihm. Wo sind denn hier die potenziellen Schatztruhen überall? Kann das hier irgendwo sein? Bisschen frei buddeln. Ja, hier ist eine. Jo, warte mal, wie war das? Ah. Ah. So, ich meine, jetzt weiß ich, wie man das macht. Und ich habe eine coole Lederkappe. Sorry, Treppe. Ich muss Abschied nehmen. Ich habe jetzt eine Mütze auf wie ein Vollidiot. So, irgendwo weiter unten wäre wahrscheinlich noch eine, oder? Dankeschön für 15 Bits. Dankeschön. Wasseraffinität ist super, Fully. Was heißt das denn? He's learning. Ich habe das gerade. Also, Leute haben sich darüber aufgeregt. Aber es ist halt unsicher, wenn Leute mir sowas, ne, also nicht erklären. Was soll ich machen? Wollt jetzt sicher nicht permanent die Koordinaten im Stream. Immerhin, trotzdem bist du schnell hier durchgekommen bei dem ganzen Eis und Shit.
Das finde ich beachtlich. Wasseraffinität bedeutet, unter Wasser kannst du in normaler Geschwindigkeit abbauen. Oh. Ist das wirklich der Fall hier gerade? Ich meine, ihr habt wahrscheinlich recht. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, das war trotzdem ein bisschen langsam, oder? Es wird schon, Leute. Irgendwo ist hier bestimmt die Truhe, die finde ich noch. Mit einer weiteren Schatzkarte. Irgendwo hier. Ich glaube, es ist noch eine zweite Truhe irgendwo hier, oder? Glaubt ihr? Ich muss halt stehen, weil ich nicht auf dem Boden stand. Ah ja, okay. Ich merk's. Ich merk's. Boah, das kenne ich auch von irgendwoher. Ja, aber das soll so nicht, ne? Leute, ich gebe ein bisschen die Hoffnung auf, dass hier irgendwo eine Truhe noch versteckt ist. Es ist Naruto, ne? Ich habe überlegt, ist es Naruto, aber ja. Ich gebe ein bisschen die Hoffnung auf, ne? Ums Eck vielleicht? Ich meine, ich kann das hier noch freigraben. Ich war kurz bei One Piece. Oh, One Piece Endings kenne ich nicht. Wirklich. Aber die liefen bei uns ja auch nie. Und seit 100.000 Jahren gibt es ja auch keine One Piece Endings mehr. Bis seit kurzem, da haben sie wieder angefangen mit. Es ist immer sehr schwer, das zu erkennen. Ich habe das Gefühl, das Schiff geht nicht wirklich viel weiter, oder? Nee. Nee. Sieht auch nicht so aus, als wäre da unten noch was. Nur eine Tür. Nö. I think that's it. Ja. Einfach ganze Boot abbauen. Ja. Weiter unten. Wir sind schon ziemlich unten gewesen. Also, aber da haben wir leider nichts gefunden. Glaube ich, ja. Also oben, da habe ich eine Truhe gefunden. Eine Truhe habe ich gefunden. Und das Ding, glaube ich, ist Lichtkopf. Das sieht nicht danach aus, oder? Haben wir uns oben nicht umgeschaut? Ich weiß, ich kann noch mal kurz nachgucken. Nee, ich habe da ja gegraben. Meint ihr, da geht's noch ein bisschen oben weiter? Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich gerne noch mal nachschauen. Wenn ihr denkt, hier könnte noch ein bisschen was sein, buddeln wir ein bisschen frei, schauen wir nach. Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal. Du hast so viel Loot, würden wir nicht zu viel riskieren? Ich riskiere ja nichts. Ich meine, eine Karte hätten wir noch. Aber langsam sollte ich wahrscheinlich auch mal nach Hause gehen, weil ich habe echt zu viel Loot, glaube ich, ne, an dem Punkt. Ich meine, hier ist ein bisschen Schiff noch. Gleich fährt das ganze Schnee auf meinen Kopf und ich sterbe. Genau so. Oh mein Gott, gute Spitzhacken hacken ja gut ab, wusstet ihr das? Die machen ja einen guten Job hier. Okay. Ist hier was? Ich glaube, Guys, hier ist nichts. Nee. Ups. Aber Fully, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ist es denn schon so spät? Ich wollte auch nicht so lange heute machen. Das war die Spitzhacke von Zombie. Danke dir, Mann. Ich habe ein eingefrorenes Boot geborgen damit. Zombie muss zurückkommen, neue Spitzhacke. Loot-Transport. Ich glaube, Zombie muss gleich wiederkommen und eine neue Hacke geben. Genau. Nee. So, ich denke, wir haben uns genug umgeschaut. Ich denke, es ist definitiv klar, hier ist nichts mehr, ne? Hier ist nichts mehr. So, ich würde auch fast schon sagen, wir sind ja auch fast hier draußen aus dem Gletscher. Unser Vorteil ist, die Karte zeigt an, dass im Eis, glaube ich, diese Spitzhacke auch gar nicht drin ist, ja? The 41 Iron in his inventory. Die denken sich auch nur so, nee, nee, bitte nicht. Zombie als Uber Eats. Uber Eats auf dem See.
Nehmen wir mal hier ein bisschen Seetang mit. Ja, irgendwo wahrscheinlich hier so könnte sein. Ja, wir sind viel, viel weit. Warte mal. Ich glaube, das ist aus dem Schiffswrack. Das heißt, hier in der Gegend ist was. Das heißt, ich würde sagen, wir düsen nach Hause, oder? Düsen wir nach Hause ein bisschen? Und dann haben wir noch eine Schatzkarte da. Ups. Ich gehe außen rum. Ich möchte aber mal ganz kurz anmerken, dass ich ziemlich cool finde, wie stark und wie viel wir von diesem Nordpol hier einfach entdeckt haben. Es ist so viel. Die Musik ist perfekt dafür, Leute. Spürt ihr es? Die Hacke ist bald kaputt. Wie konnte ich die so schnell kaputt machen? Der Füllerpol ist groß. Deins ist als nächstes. Ich bin mir nicht sicher, aber ich könnte schwören, wir haben das Boot hier gelootet. Das Lied gibt es in Minecraft, deswegen sage ich ja, fühlt ihr es? Ich bin mir sehr sicher, wir waren hier. Ja, wir waren hier. Wir waren hier. Ja, das ist von der Celeste-Composerin. Erkennt man schon ganz gut, ne? Oh, Celeste, auch so gutes Spiel, so gute Musik. Ich habe sogar meinen ganzen Celeste-Playthrough auf dem Watch-Channel, wenn ihr gucken wollt. Ja, von der guten Lena. Wow, Minecraft-Musik in Minecraft. Warte mal. Ich darf nicht... Dankeschön, Zombie. Ich dachte gerade... Ist hier ein Meerestempel? Nein, hier ist ein Meerestempel. Oh ja, irgendjemand meinte mal, ich bin an einem Korallenriff irgendwie vorbeigeschwommen mitten in einem Part. Irgendwo hier in der Nähe von Zombie ist ein Korallenriff. Und das ist scheinbar auch super selten und super cool. Ist das hier? Ist es das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendwas super cooles. Geht da besser nicht zu nah ran, ja. Sieht so, als würde ich Celeste gucken wollen. Guck doch, Celeste. Nee, Celeste war super cool. Sogar jemand, der nicht so gut im Plattformmann ist wie ich, konnte es sogar durchspielen. Und ich denke, das heißt, das sagt viel zur Qualität des Spiels aus, ne? Was du gezeigt hast, war ein Korallenriff. Das war ein Korallenriff. Ja, okay. Ziemlich Korall. Ja, aber jetzt haben wir direkt zu Hause. Übrigens, dieser eine Punkt ist einfach Maeve zu Hause. Da waren wir vorhin aus Versehen. Das muss ich noch connecten. Und schaut mal an. Schaut mal an, wie viel ich hier einfach schon entdeckt habe. Es muss noch größer werden, ja. Irgendwann, das ist dann das Ende des Servers tatsächlich. Wenn wir alles so auswerten, wer hat die meisten Dinge irgendwo gemacht, ne? Dann wird bei mir sein, ich habe einen Großteil der Karte aufgedeckt, mit Sicherheit. Ich glaube, niemand hat so viel aufgedeckt wie ich, ja. Celeste ist ein Top-Tier-Spiel, kaum ein Makel, außer Stage 3. Ich bin noch nie wieder so oft gestorben wie in der dritten Stage. Ich bin danach sogar viel weniger gestorben. Selbst beim Aufstieg bin ich nicht so oft gestorben. Und da bin ich oft gestorben. Vor allem bei der letzten Plattforming-Stelle, wo du so ganz schnell hin und her dashen musst, ne? Niemand? Hast du so viel Karte offen? Weil ihr hattet letztens so gesagt, wow, yo, fully, ey, einfach alles erkundet. Ich meine, vielleicht kann ich dich noch aufholen, ja? Wie viel hast du denn von der Karte? Wahrscheinlich mehr dann, ne? Wenn du das so sagst. Aber niemand hat so viel aufgedeckt. Niemand. Warte nur, bis Zombie viele Wracks durchsuchen will. Die wollten nur nett sein. Oh nein. Oh nein. Chat. Können wir die passenden Emotes dafür angeben? Who? 10.000 in eine Richtung. Aber Wracks hast du eindeutig mehr. Ich bin ja viel rumgedüst hier. Silberwolf. Wurde mein Song geskippt? Ich weiß nicht, Smitty. Come home, little soldier boy. It's Batman. Also so ein schöner Track. Aria, Aria, Aria. Hab gehört, Avatar Live Action ist ganz schön maximal Premium Trash. Oh, das macht mich nochmal umso mehr traurig. Weil die einfach am Dancen. Weil die hat keine Ahnung, Mann. Der kennt's nicht. Der kennt es nicht, okay?
Der weiß nicht, was er hier hört. Ich habe gehört, dass es ganz okay ist. Echt? Ich habe nur Negatives gehört. Johnny hat es enjoyed auf eine gewisse Art und Weise, aber er hat auch gesagt, er fand das Riding schrecklich. Er fand das Riding und die Struktur schrecklich, aber er mochte halt die Dinge so ein bisschen Live-Action zu sehen von den Effekten her und sowas. Und ich denke, das ist ein fairer Take von ihm. Aber selbst er mochte halt das Riding überhaupt nicht. Ja, die Netflix-Serie geschaut, finde sie echt stark. Wirklich. Okay. Geht, Ist schon mit. War ein guter Reminder, das Original wieder zu gucken. Immerhin besser als der Film. Ich meine, ist immerhin etwas, denke ich. Geht es um Avatar? Ja. Ich weiß nicht, ob ich wirklich Interesse habe, es zu gucken, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es wäre einfach nur etwas, was ich gucken würde, um mich drüber aufzuregen. Ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Ich meine, ich habe Attack on Titan aus dem Grund gelesen. Aber ich hatte auch Spaß, mich mit Attack on Titan dann auseinanderzusetzen. Bei Avatar Live Action würde ich wahrscheinlich nur sagen, ja, also das Original war besser. Ich glaube, da habe ich weniger für mich selbst zum Dekonstruieren, zum Auseinanderpflücken und zu sagen, ja, also, ja, wisst ihr, kann ich nicht den machen. Fällt ein, auf Netflix ist sowohl das Original als auch Live-Action gerade in den Top 10. Ja, weil viele Leute haben da reingeguckt und sind dann vielleicht nochmal ins Original gegangen. Bei Avatar Hangout. Ich meine, du könntest einen requesten, das darf man jederzeit. Diese Rendition von Leaves of the Vine ist aus der Live-Action-Serie, da habe ich geheult. Die war in der Live-Action-Serie? Aber ergibt das zu dem Zeitpunkt... Das ist das, was ich meine, strukturell. Ergibt das eigentlich zu dem Zeitpunkt Sinn, das Theme drin zu haben? Oh. Bis heute sind die einzigen Verbindungen, da meine Eltern zu Dragon Ball und Avatar haben, die Live-Action-Film. Oh, das ist mies. Wer soll dir mal One Piece gönnen? One Piece ist wenigstens nice, das mochte ich. Das ist die bessere Version. DK. Die haben so viel durcheinander geworfen, wenn es zu Mare raufen. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Hühnchen! Leute, ich bin zu Hause. Und weil mir ein gewisses Huhn, ich schau niemanden an, mein Boot gestohlen hat, habe ich ein neues. Fahr nicht zu weit raus, Bötchen. So, packen wir einiges hier in die Reisekiste. Ich kann ein paar Fische in die Reisekiste stopfen. Ein bisschen Weizen. Nee, komm, nehmen wir das Weizen mal mit, ne? Nehmen wir alles andere mit, denke ich. Ja. Mein Schild lasse ich hier drin. Yeah. Die Eule aus der Bibliothek ist auf einmal in der Geisterwelt in so einem Wald. Warum? Warum? Wasserströmungen wären doch cool in Minecraft. Gibt's doch in gewisser Weise, oder nicht? Gibt's das nicht? Das ist natürlich nicht 1:1 der Anime, aber unter filmischen Aspekten, aus Aspekten des Storytanks mit echten Menschen. Und man bekommt tatsächlich vertiefte Lore zu gewissen Charakteren. Also mir hat's gefallen. Ich weiß ein paar Dinge aus Episode 1 und ich denke, ich bin absolut nicht zufrieden mit Writing-Entscheidungen, die sie getroffen haben. Beispielsweise mit Aangs Backstory anzufangen. Ich denke, das ist Blödsinn. Weil ich denke, andersrum gedreht ist besser. Ich habe so viel Eisen mittlerweile. Aber wenn es dir gefallen hat, will ich dir das natürlich absolut nicht ausreden, du, ne? Moment. Machen wir hier ein bisschen Leder. Habe ich hier irgendwas noch drin? Ja. Monster Drops habe ich hier drin. Federn. Papier habe ich drin. Aus irgendeinem Grund habe ich das in Monster Drops drin. Ich weiß nicht warum. Habe ich noch irgendwas hier passendes? Nee, ne? Du benutzt Eisen ja und für nichts. Das ist gelogen. Das ist ganz üble Nachrede. Und ich toleriere nicht, dass du das so ausdrückst. Oh nein. Was ist denn kaputt mit euch? Herz des Meeres. Nur, dass ich zwei Stück davon habe. Fuck yeah. Oh. Ich kann das nicht mit euch.
Ich kann das manchmal nicht mit euch. Sollte ich irgendjemand... Oh, wisst ihr, was voll gemein wäre? Die Schatzkarten irgendjemand im Briefkasten legen. Oh mein Gott. Wem wollen wir die Schatzkarten im Briefkasten legen, Chat? Die wir benutzt haben schon. Habt ihr einen guten Vorschlag? Das TNT sollte ich wahrscheinlich ganz gut verstecken. Jonathan? Einmal Jonathan ein bisschen alte Schatzkarten im Briefkasten legen. Cool, man sieht die nicht. Stark. Stark. Was? Oh, da war eine Donation. Wie hab ich das nicht gehört? Dankeschön für den Hinweis. Verzeihung. Vielen Dank dir für 6 Euro. Wenn mein Song einfach übersprungen wird und jetzt auch noch Breadbug kommt, muss es halt so sein. Ist der nicht in dem Media Player drin? Warum läuft er denn nicht im Media Player? Doch, da ist er. Ist nur nicht automatisch am Laufen. Sorry, aber danke schön fürs Bescheid sagen. Ich hab's echt nicht gehört, sorry. Wäre vielleicht heute ein bisschen generell unkonzentrierter, aber deswegen wurde ich ein bisschen später, Mann. One Piece wurde ja einiges gedreht, naja, für meinen Teil. Ja, aber in One Piece wurden andere Dinge gedreht, die ich besser finde. Weißt du, was ich meine, Paranormal? Zum Beispiel, ich halte nicht viel davon, wenn du einen Charakter eine Backstory von Anfang an durchstartest und wir kennen auch gar nichts von der Welt, den Charaktern, deren Motivation, generell, was die Funktion dieser Figur ist und so weiter. Die meisten Shows, die das machen, da finde ich es immer sehr Panne. Ich finde, es ist immer sehr viel schwieriger, auch generell mit denen zu connecten, anstatt wenn du den Charakter erstmal kennenlernst und dann zurückgehst und dann da reingehst. Song Request hasst mich einfach. One Piece war auch Oda dabei. In One Piece ist es ja zum Beispiel nicht so der Fall. Sogar in der Live-Action haben die nicht von Anfang an sogar das erste Chapter gemacht. Selbst da haben die das ein bisschen später gemacht, ne? Imagine One Piece Live-Action has started with Luffy, Ace und Sabo. Genau das, Ezra, genau das. Stellt euch vor, die One Piece Live-Action hätte mit Luffy, Ace und Sabo angefangen. Genau das finde ich zum Beispiel ein bisschen bescheuert. Es hat so... Ich habe das Gefühl, dir fehlt ein bisschen viel Kontext, um diese Events gerade storytechnisch gut zu verdauen. Und deswegen halte ich das nicht unbedingt für eine clevere Idee, das von Anfang an reinzuballern, ja? Eine Backstory hittet auch mehr, wenn man Bindung zum Charakter hat. Wenn die Backstory dafür da ist, nur die Motivation der Charaktere preiszugeben, dann ist okay, dann funktioniert das. Aber wenn du halt zu viel Kontext gibst für das Ganze, also zu viel draus machst, dann fällt das meiner Meinung nach immer ein bisschen flach. Keine Ahnung. So, ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen mal los und schauen, ob ich beim Jonathan ein paar Eier auch noch runterjubeln kann. Geben wir ihm die beiden Schatzkarten. Hat der Kritikpunkt an der Show ist, dass alles an Themes spelled out wird. Nichts ist subtle. Ja, das hat Johnny auch gesagt. Die Show ist überhaupt nicht subtil. So gar nicht. Oase der Freundschaft. Jo. Hat sich der Kopf gedreht? Kopf hat sich nicht gedreht, oder? Oder? Was? Willi sieht schon Dinge. Ey, sah das für euch aus, als hätte sich der Kopf gedreht? Kann das sein, wenn so ein Chunk mal lädt, dass es so aussieht, als würde sie... Es sah für mich so sehr aus, als hätte sich der Kopf gedreht. Aber ich habe einen Knick in der Optik offensichtlich. Also alles gut. Ah ja, by the way, kennt ihr Zombies Terrarium? Kennt ihr die Boys? Schaut euch mal die Boys hier an. Schaut sie euch an, ich liebe sie. Warum gibt's so fucking niedliche Frösche und Kröten? Schaut sie euch an. Die sind so super. Guck ihn dir an. Die sind perfekt. Die sind einfach perfekt. Zombie-Phobie? Nein. Sie haben Abkürzung von One Piece Live Action wirklich Opla? Opla! Wir haben das Konzept von Showdown Tell gesehen und sich gesagt, alles nur nicht das. Genau. Es hat mit Nostalgie nichts zu tun, warum mehrere Plots mit Omashu verbunden, die nicht verbinden werden sollte. Ist einfach nur schlecht geschrieben worden. Das habe ich auch von Johnny gehört. Das verstehe ich auch nicht, warum man das tun sollte. Die Frösche gehören zu den coolsten Mobs, die sind so super. Und du musst mal einen Frosch in Nether mitnehmen? Die können Magma-Slimes essen. Ja, das habe ich von Zombie gehört. So, gehen wir hoch. Ah, und der Seensand, der zieht mich hoch, ne? Der zieht nach oben. Warte mal, wo ist der denn eigentlich?
Okay, das zieht... Ach, der ist unten gebaut und der schießt mich nach oben, ne? Verstehe. Die pupsen dann Lampen. Okay. Das finde ich wild. So, hier irgendwo... Ich glaube, da ist Johnnys Drecksloch. Gehen wir... Ich glaube, das... Ja, das ist direkt hier irgendwo in der Nähe, ne? Gehen wir vorsichtig, aber bedacht zu Johnnys Drecksloch. Und dann schenken wir ihm die zwei Karten. Und dann denkt er sich, wow, wie cool ist das denn? Da sind zwei Schatzkarten. Der wird keinen Kontext haben, der wird nichts zu wissen. Und sich einfach denken, wow, wie cool. Kongs Bananenhort. Warum hast du das mit grauer Schrift geschrieben? Hallo, ich bin der neue Nachbar. Keggy ist so ein Süßi, ne? Was glaubt ihr, in welcher Kiste würde das Johnny am ehesten sehen? Warte mal. Er hat eine Truhe hier. Habe ich ein Schild? Wartet. Das sind die beiden, ne? Die wir schon gesehen haben. Hallo? Mausrad? Ja. Nimm das Leere da. Ich mach das nicht im Fass. Ich mach das so, dass er sieht, ja? Jetzt kommt schon jemand hier rein, sieht das. Oh, könnten wir noch ein Schild machen? Oh, Leute. Ich hätte ein Schild von zu Hause mitnehmen sollen, ne? Wollen wir nochmal nach Hause ein Schild mitnehmen und darüber schreiben für Jonathan? Dann weiß er, von wem das ist. Und dann sieht er das. Und wenn er keine Ahnung hat, wie Schatzkarten funktionieren, geht er dahin und dann ist da nichts. Legst du in den Kuchen? Das ist so keggy. Kleiner Holz von Johnny. Na, das wäre gemein. Ich klaue nichts. Ich meine, die Truhe lasse ich ja auch hier bei ihm. Das habe ich hier nur für ihn aufgestellt, ja? Oh, ich bin der neue, neue Nachbar. Passt auf. Dann sagt er so, oh, hat Keggy euch auch zwei Schatzkarten geschenkt? Das ist so gemein. Es wäre genius gewesen, wenn du an die Stelle ein Trollschild hingemacht hättest. Oh, an die Stellen von den Schatzkarten. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber das wäre gut, ja. Keiner mag neue Nachbarn. Ich weiß nicht aber, wo Keggy gerade ist. Einfach den süßen Keggy einspielen. Das war nicht meine Idee, okay? Ja, keine Ahnung. Johnny kommt eh nicht in sein Drecksloch. Und ja, er hat selbst auch Drecksloch genannt. Also ich kann nichts dafür, ja? Das hat Keggy nicht verdient. Hat er nicht? Er hat gesagt, Xenoblade Chronicles 3 ist scheiße. Hat er es jetzt immer noch nicht verdient? Ich denke schon. Ich denke, an dem Punkt hat er sich einfach selbst zuzuschreiben, ja? Töte ihn. Hab ich auch gesagt. Ja, du bist ja auch... Ach, keine Ahnung. Zum Bär-Attack. Das hat so Lethal Company Vibes. Den hat er bestimmt gerade gemacht. Ja. Oh, okay, ein Chart. Ich hab mich so... Ich weiß gar nicht, ob man mir das anmerkt, aber ich hab mich schon ein bisschen erschrocken. Ich dachte mir schon so ein bisschen so... Was? Oh, hey, Icarus, was geht? Alter. Irgendwo ist der Level top. Oh. Er hat da sogar was ganz Neues aufgestellt. Er hat den Kopf bewegt. Ist der Briefkasten weg? Er hat es ein bisschen umgebaut, ja. Alter. Ist bestimmt hinter dir. Oh. Ich kriege einfach PTSD. Aua. Also ich find das auf jeden Fall lustig. Konditorei, neuer Salon, öffne bald. Gezeichnet Cock Sean. Okay. Suche 64 Eisen, zahle 48 Leder. Garlic Rue Mogi.
Suche 64 Gold, biete 200 Eisen, gezeichneten Maeve. Suche Bodycom, zahle 20 Emerald, gezeichneten Zimbel. Schwarzes Brett. Jetzt steht der Kopf vor meinem Haus. Ich glaube auch. Ich gehe gleich nach Hause, wenn ich aussorge. Auf einmal ist da dieser Kopf. Er hat mich einfach verfolgt. Und ihr habt jetzt schon Kopfgeld? Ja, ich habe scheinbar ein Kopfgeld, Leute. So. Ich dachte, ich schaue hier nochmal kurz vorbei. Ich weiß auch gar nicht. Bounty auf Fully ausgesetzt, ja. Ich habe keine Ahnung, wo Keggy aber lebt. Ich frage mich, ob ich ihn auf der Karte sehen würde. Ob er bei Dashko oder so ist? Wahrscheinlich nicht. Ich sehe aber auch generell... Seht ihr hier irgendwo Bauten? Weiß irgendjemand von euch, wo Keggy lebt? Wo er sich niedergelassen haben könnte? Ich habe keine Ahnung, Mann. So viel Fully mit dem Boot gereist ist, ist er doch ein Pirat. Ich bin quasi Pirat, aber nicht nach meinem eigenen Gesetz. Keggy hat meines Wissens nach noch nichts. Okay. Der hat über den die Kuchen platziert und hat sich gedacht, oh, ich bin jetzt rot. Ciao. Ich verstehe. Ich bin gespannt, was der Mann so macht. Der hat ja irgendwie, glaube ich, über das letzte Jahr auch ein bisschen Minecraft gespielt und hat sich da ein paar Dinge angeeignet und so. Neue Spitzhacken sind zu wertvoll für Fully. Okay, wartet. 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 Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Wir gehen mal zum schwarzen Brett, ja. Ja, ein kleines Loch unter Deschkes Kuhfarm. Achso. Okay, Chat. Suche Holz, Spitz, Hacke. Moment, machen wir das so. Holz, Spitz, Hacke. So, was zahlen wir, ja? Zahle. Was zahlen wir? Zahle Waystone, bist du bescheuert? Zahle Erde. Nee, das ist zu lame. Zahle Spitzhacke. Nein, warte mal. Zahle Jonathan. Bindestrich. Kopf. Aua, aua, aua! Ich werde angezündet! Warum brenne ich? Warum brenne ich? What the fuck? What the fuck? Warte. Ist Zombie irgendwie von unten angekommen? Hat da was freigebuddelt und hat mich irgendwie angezündet? Der Kopfgeldjäger ist hinter... Wie... Also, warte... Wie hat der das überhaupt angestellt? War der auf einmal hinter mir und ist ganz schnell sneaky weggerannt? Die Musik dazu. He's running so fast and far. Habt ihr Zombie gesehen? Ich glaube, er beobachtet dich. Ich glaube auch. Über wo ich mich umdrehe, ist er. He literally teleported away in panic. Ja, ich bin fast verreckt, okay. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir gehen zurück. Ich will noch mal was checken, ja? Ob der Kopf schon am Haus steht? Ich hoffe nicht. Ich gehe gleich ins Bett und da ist auf einmal der Kopf. Ich habe eine Vermutung, aber ich sag nichts. So, was ich erstmal machen möchte ist, wir packen hier mein meistes Essen rein, ja? Dann packe ich auch noch meine Kohle hier weg. So, und wir packen dann die Schatzkarte auch noch weg. Wir packen die Schatzkarte weg und dann gehen wir nochmal zurück, ja? Tun wir die hier rein. Zombie einfach ganzes Horrorspiel hier gemacht mit mir. Ich werde verfolgt vom Briefkasten. Dann werde ich auf einmal verbrannt. Und jetzt wird hier nicht, es wird dich nicht umbringen, mehr Essen mitzunehmen. Das ist korrekt, aber falls ich sterbe, verliere ich auch weniger Essen. Weißt du? Weißt du? Aber ja, mehr Essen bringt einen um. Oh, meinst du, er könnte unsichtbar sein? Das wäre so fies.
ist Nacht. Das Loch ist immer noch hier. So, Rollenspitzhacke, zahl die Jonathan Kopf. Es ist, wisst ihr was? Nein, das ist, das bleibt anonym, es ist anonym. Oh. Also aktuell? Oh, hier hinten ist ja ganze Farm. Wir können uns auch das Chippy Chippy Chappa Chappa gönnen. Leben hier Leute? Von wem ist das das Haus? Alles gut. Alles gut hier, nicht nachsehen. Oh Gott, Chat, wollen wir nachsehen? Chat, wollen wir nachsehen? Eins für ja, zwei für nein. Okay, gehen wir rein. Okay. Psst. Villager Gasthaus im Bau. Vielleicht doch nicht. Nerdzone? Nerds? Sind ihr Nerds? Ja, sind Nerds! Fucking Nerds! Warte mal, ich kann da runterkriechen, ne? Yeah. Was geht ab, Nerds? Schaut euch die Nerds an. Seid ihr am Nerdzeug tun? Hier für Johnny? Ich weiß nicht, da ist ein Johnny. Da ist ein Johnny. Da ist einer. Ich sehe ein paar. By the way, falls ihr wissen wollt, wie das aussieht, so. Das ist so komisch. Ich weiß übrigens nicht, wie... Ah, Zombie kann irgendwie von sich aus kriechen. Ah, okay, I'm sorry for asking. Hier geht's weiter runter. Sie sind gerade über die größten Depressionen und jeder danced up. Ja, ein bisschen chippy chippy chappa chappa, dubi dubi daba daba. Man kennt's. Ist doch, also. Oh. Ja, okay. Das ist definitiv noch im Bau. Ich kann bestätigen, das ist definitiv noch in der Arbeit. Ein paar Lamas. Wieso? Sollen wir einen kleinzeitigen Mod fürs Kriechen? Ja, ja. Was ist das? Ausrüstung aufwerten. Oh. Es gibt so viele Werkbänke und Dinge zum Aufwerten und Zeug machen. Aha, es gibt Kartentische. Ist es nicht mehr so, dass man eine Karte craftet, die dann rausnimmt und dann bildet die sich von alleine? Man muss sie so craften? Steht der Kopf beim Turm noch? Ich schau mal nach. Er ist nicht auf dem Briefkasten. Nein. Überhaupt nicht hier. Ich hab Angst. Mit dem Kartentisch kannst du auf Karten rein und raus zoomen. Ah. Vielleicht kann man Karten auch so kopieren, ich weiß nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Ups. Da kann man scheinbar nicht rein. Das ist scheinbar... komplett abgesperrt. Lass mich raten. Ich teleportiere mich jetzt nach Hause. Und dann ist jetzt, wenn ich mich umdrehe, der Kopf. Oh! Oh nein! Ist er nicht. Alles gut. Der Kopf ist nicht da, Chat. Wir sind safe. Alles ist gut. Es ist ja deine Schuld. Naja, es ist ja auch ein sehr glücklich klingender Song. Au, au! Ich dachte kurz, das wäre Zombie! Ich dachte halt wirklich, da wäre Zombie. Und er wird mich jetzt einfach aus dem Nichts abschießen.
Absolute Paranoia. Eieieiei. Ach ja, eine Sache, Chat. Eine Sache. Habt ihr meinen Hühnerstall schon gesehen? Hier sind ein paar Chicken. Wollen wir ein paar Hühnereier werfen? Was sagt ihr? Ich hab noch ein paar. Hier sind ein paar viele jetzt gespawnt wieder. Zum hätte dich, glaube ich, mit seinem Bogen One-Shot gekillt. Das ist durchaus möglich, ja. So. Potschinken. Das ist aber keine Freilandhaltung. Soll ich den Außengehege bauen oder wie? Der Füller hat die Chicks. Wisst ihr nur, das war mein Anfangshaus. Und wenn das sich alle lustig gemacht haben, dann habe ich einfach gesagt, okay. Dann baue ich ein neues Haus. Ich habe so viele Eier, holy shit. Die Köpfe sollen nur umziehen? Ich meine, könnten wir machen eigentlich, ne? Mach's Bio! Hühnereier werfen ist nicht artgerecht. Wie soll ich das sonst machen? Ich muss doch irgendwie die Eier werfen, oder? So. Manchmal habe ich das Gefühl, die klippen durch die Wand, by the way, durch. Es werden hier immer mehr. Hört auf, noch mehr Eier zu geben. Ich komme nicht hinterher. Die haben schon aus dem Gehege, ist der von Mogis Haus. Joa. Hier sind noch mehr Chinken. Es werden immer mehr und mehr und mehr. Oh. Also wenn ich irgendwann mal ein Hühnchen brauche, dann weiß ich Bescheid. Also wenn da einer Glück gehabt hätte, würde er da oben leben. Laut Bio darf man 6 Hühner in 1 Quadratmeter Stall halten. Hast du eigentlich Deschkes Hühnerpark bei Mogi mitbekommen? Dass da über Hühner frei rumlaufen, das habe ich schon mal gesehen, ja. Soll ich das mal zeigen? Soll ich hingehen? Wollt ihr es mal sehen, Guys? Soll ich mal hindüsen? Chicken Nuggets lecker. Hast du schon Bauprojekte vorgeschlagen bekommen, die du planst umzusetzen? Noch nicht direkt, aber ich glaube, ich möchte bei der Brücke in der Nähe und bei dem Schiff sowas in einer Art wie eine kleine Werft versuchen zu bauen. Zum Beispiel so wie die Laterne, so mit Art Haken und so. Und nur so ein paar Planken, so ein paar Stege und sowas in der Art. Dann hatte ich überlegt, ob ich mir ein Haus in der Oase der Freundschaft baue. Hier ist ein Schaf und andere Tiere wären auch ganz gut zu halten. Also quasi so eine Art Schaf- und Kuhstall und so ein Mist noch irgendwo zu bauen. Und sonst wüsste ich gerade nicht. Ich hatte mal die wilde Idee, ob ich nicht irgendwas related zu Videospielen bauen könnte, die ich mag oder so, ja. Jemand hat da auch mal vorgeschlagen, willst du nicht eine Flying Lamp vielleicht versuchen zu bauen? Das wäre alles ziemlich cool. Ich weiß nur nicht, ob ich das gebacken bekomme. Ich bräuchte Tutorial. Ja, Farmland-Saga einfach. So, schauen wir mal Mogis Dingens an, ja. Ich bin safe. Kein Zombie hier. Kein Zombie-Kopf. Alles gut. Alles safe. Leute, die Luft ist rein. Ach ja, da drin ist ein Zombie-Villager. Das Keyblade bauen. Okay, ich könnte einfach Kingdom Hearts bauen, ja. Warte mal, kann man das irgendwie umsetzen? Irgendwie ziemlich weit oben, dann so eine Grundplattform bauen, dort Kingdom Hearts bauen, diese Grundplattform abbauen und immer wenn du hochguckst, siehst du Kingdom Hearts und das schwebt dann dort einfach. Könnte man das umsetzen? Garrick Mac Monastery, ja, aber das ist ein monumentales Projekt. Also das wäre super, super schwer. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand mal dafür ein Tutorial gemacht hat. Aber ja, hier sind super viele Hühner, glaube ich, gewesen bei Mogi. Die sind hier überall rumgerannt. Sind die hier immer noch überall? Schauen wir mal nach. Hier sind auf jeden Fall schon mal ein paar Eier. Und hier sind Wege. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall die Freiland-Vogel-Hühnchen-Farm. Ja, seht ihr? Überall Chickens. Ach, das sind ja sogar noch viele. Da oben ist Eisen.
Wir sind die Waldchickens. Die sind doch auf Bäumen. Ja. Moment. Habe ich nicht ein Ei eingesammelt? So. Das ist Freilandhaltung, ja. Was los, Mars? Tutorial. Ich bin nicht so gut im Freibauen, ja. To be fair. Das ist die Flying Lamp, Silver Wolf. Oder Going Merry, je nachdem, mit welchem Namen du gehen möchtest. Oder die Thousand Sunny, die könnte man da auch mal bauen. Aber ich denke, die Sunny wäre sehr viel schwieriger, als die Lamp zu machen, ja. Wenn man eine Burg oder ähnliches baut, merkt man, wie schnell ein Stack Stein weg ist. Ja, das kommt noch hinzu. Also Stein wäre nicht das Problem, das kann man ja überall abbauen. Aber Garrick Mark zu bauen ist sehr schwer. Boah, was ich überlege, gibt es irgendeine Fire Emblem Base, die simpel und clean ist, die man bauen könnte? Sunny ist halt auch deutlich größer. Mhm. Darfst du, Smithy? Ja, schreib mir das. Ich überlege gerade, die Heimatbasis von Ike ist ziemlich klein von außen. Aber das wäre dann wiederum fast schon lame, ne? Ich weiß gar nicht. Ich würde mal die Ocarina of Time Map nachbauen, aber ich habe nie angefangen. Ja, das ist halt so ein riesiges Ding, ne? Das ist Honkai Badonkai. Irgendwann fange ich sicher Honkai Badonkai an. Ohne Frage, Chat, ja. Ich glaube, Stream Elements gibt ja immer mal wieder so Sponsorship-Anfragen raus. Ich glaube aktuell oder ab und zu fragen die auch nach Honkai Star Raid Stuff an. Ich wollte es ja so oder so mal ausprobieren. Wäre das vielleicht was für einen Sponsor-Stream? Ich weiß nicht, ob das mir irgendwas bringen würde, aber weil ich so oder so mal ausprobieren möchte und wenn ich ein bisschen ein paar Kröten dran verdienen kann, wäre das vielleicht nicht verkehrt. Er hat den Block wieder gefixt. Ja? Ich würde es mögen. Also wenn ich mal so ein Sponsor-Angebot da habe, ihr werdet nicht böse, wenn ich sowas annehmen will. Ihr werdet sowieso bei sowas nicht böse, aber you know. Nur die Kröten. Gut, dann düsen wir nach Hause. Wo darf man die YouTube-Tutorials zu die Going Merry hinschicken? Auf Discord oder so, schick sie mir gerne. Schick sie mir gerne als Video. Wir gehen zurück zu... Villa Schulan. Alles gut, Mann. If it's good money, do it. But I not watch you play a gacha. Wir sagen dir immer, nimm Sponsor-Sachen, wo es geht. Ich meine, ich wollte es mal ausprobieren. Ich dachte mir, hey. Aber ja... Ich bin immer so zögerlich. Ich denke, die meisten Sponsorgebote, und das kennt wahrscheinlich jeder YouTuber so ein bisschen, oder Streamer, die sind halt scheiße. Die sind halt echt scheiße und du sitzt dann da und denkst so, ich will meinen Zuschauern nicht irgendeinen Schrott verkaufen. Aber ja. Zombie-Kopf ist verschwunden. Leute? Ups. Nein, so ist schon richtig. Ist zu nah. Zu nah. Yeah. Leute, ich würde sagen, das war eine wilde Tour heute, oder? Es war eine wilde Tour, aber war fun. Machen wir Feierabend? Bei deinem Bett ist nichts. War da was? Tschüss, Fully. Ciao, Zombie. Oh. War da nichts? Ich schau nach. Jetzt habe ich Angst. Da ist nix, nee. Da ist nix. Zombie disappoints me. Na, übrigens, ich sollte meinen Respawn-Punkt wieder hier hinsetzen, ja? Ist der nicht wieder gesetzt? Doch, habe ich schon mal gemacht. Ich war ja schon schlafen. Ja gut. Nein, so kurz vor dem Märchen-Opening. Es tut mir leid, es tut mir leid. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht auch morgen Abend, wenigstens Qualitätsspiel. Morgen Abend vielleicht, Sponsorships are probably fine as long as it's not either... Testicle Shaving Tool or be the fucking month of Final Fantasy 14 boringness again. Ja, das war ein Fehler, ja. Mein Kopf war da eine Weile. Echt? Aber hab den wiedergeholt. Oh, shit. Ich habe ihn gerade gedodged. Du hast mir einen kleinen Schrecken damit eingejagt, ja. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht morgen Abend wieder Minecraft. Ich glaube, Freitagabend machen wir mal wieder einen Pokémon Run. Aber schauen wir mal. Obwohl, nee, Freitagabend könnte... das Schweinerennen sein oder so. Freitag könnte Schweinerennen sein, also vielleicht Freitag wieder Minecraft. Was gibt's morgen? Hoffentlich was Cooles, was euch gefallen wird, ihr werdet schon sehen. Gibt's irgendeinen Discord-Link? Hab mir jetzt gerade mal Discord eingerichtet. Ich hab's gehört. Hallo, ich bin der neue Nachbar.
Du bist so ein Troll. Aber ich find's witzig. Aber ja, hau da rein, ihr Hübschen. Ja, gute Nacht, bis morgen. Tschüss, tschüss, ne? Das ist einfach der Coinhead.